begrüßen heute alle, die hier sind, auch zum Start unserer 360-Grad-Aktion. Da habe ich gleich meinen ersten Gast, mit dem ich besprechen will, was das gleich bedeutet. Aber gleich erst begrüße eben halt auch ganz herzlich eben halt dann die zwei, die uns heute in die unsichtbaren Symptome einführen, nämlich Frau Elmers und Frau Gathoff, die die guten Kenner bei uns im MS-Zentrum ja kennen, weil sie eben halt für die Neuropsychologie und für die Sprachanalyse verantwortlich zeichnen. Und wir wollen ja eben halt in diesem Podcast auch im Rahmen dieser gleich vorzustellenden 360-Grad-Aktion sie in diese Themen, in die speziellen Themen einführen. Jetzt haben wir den ersten Kamerawechsel, also Sie werden staunen, ja, Wahnsinn, ne? Also nur Dana, dass ich dich ganz herzlich begrüßen darf, weil dadurch, dass du auch bei uns im vierten Obergeschoss bist, kenne dich ja nicht so viele Patienten, aber es ist eben halt ganz wichtig im Zimmer, neben meinem Zimmer, ne, weil du ja jetzt bei uns im Team dabei bist, eben halt für Spezialprojekte und für ja auch für ja die 360-Grad-Aktion. Ich freue mich, hier zu sein. Genau, und dass du dabei bist. Ja, 360 Grad Multiple Sklerose soll uns ja so ein bisschen verdeutlichen, ne, dass es sehr wichtig ist, die Erkrankung eben halt ganzheitlich anzugehen. Ne? Und wir haben uns da eben halt ja die unterschiedlichen Themen ausgesucht. Ne? Und was erwartet uns bei 360 Grad Multiple Sklerose in den nächsten 6 Monaten? Also neben unseren unterschiedlichen Podcasts, die ja jeden ersten Dienstag im Monat sind, erwartet uns natürlich auch Gewinnspiele, Challenges, die wir auf unserer Webseite www.multiplesklerose360.de zu sehen haben. Und spannende Sachen und vor allem das Finale am 2. September. Ja, wir haben das hier mal so ein bisschen zusammengetragen, eben halt diese 360 Grad. Wird symbolisiert, wie wir das hier im wieder wunderbaren Cartoon von Phil Hube sehen, diese unterschiedlichen Charakteristika, die wir da haben. Wir haben auch eine eigene Homepage, wo ich das erreichen kann, wo sie die Aktion eben halt sehen kann. Hier nochmal eben halt der Hinweis auf die unterschiedlichen Themen, die wir haben. Ich glaube, wir haben eben halt 6 Themen, die eben halt spannend sind, wo überall das 360 Grad Thema halt drinsteckt, ne, und wo ich glaube, wir das nächste Mal wird es dann ein bisschen um Studien gehen, dann im Mai werden wir eine Safari, da weiß Herr Eisler auch noch nicht, was auf ihn zukommt, durch das Uniklinikum machen und Ihnen zeigen, wo eben halt an unterschiedlichen Orten, ne, wir wollten ja immer gerne in die Apotheke, ne, und was da halt ist, dann Forschung, Aktivität wird im Juli eine Rolle spielen und Lifestyle. Da haben wir auch was Besonderes vor. Ne? Sie wollten ja eher schon immer mal gemeinsam mit uns im Kochstudio kochen. Und schauen wir mal, also was dort halt kommt. Und dann haben wir eben halt die Einladung, ne, was du schon gesagt hast, nur Dane. Wir haben, ne, es wird, glaube ich, sogar die Straße gesperrt hier dann, ne, vor dem, ja. Ja. Ja, genau. Also wir haben da einiges, wir haben da einiges vor. Deshalb eben halt schon mal in den Kalender machen. Wir haben jetzt 3 Jahre eben halt durch Covid eben halt keine wirkliche Vor-Ort-Veranstaltung gehabt und deshalb freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir diese Aktion damit dann auf den Weg damit beenden können und damit hoffentlich einen tollen Abschluss eben halt dafür haben. Ja, warum machen wir das? Wir wollen eben halt erreichen natürlich Awareness für die Multiple Sklerose. Aber wir sind ja auch ein innovatives Zentrum und möchten eben halt erreichen, dass wir ein System entwickeln können, ne, ein digitales System, mit dem wir ganzheitliche MS-Versorgung machen. Also wir sehen ja jetzt, dass gerade für Patienten, die weiter weg wohnen, dass es manchmal schwierig ist, Physiotherapeut, Logopäde oder eben halt Beratung, auch insbesondere Ernährungsberatung ist ja ein wichtiges Thema. Und da wollen wir eben halt ein System entwickeln, was eben halt zu Hause die Möglichkeit gibt, diese Therapien eben halt wahrzunehmen. Wir arbeiten dort eben halt mit Entwicklungspartnern zusammen, die sowas schon für den Reha-Bereich entwickelt haben, wo wir auch gesehen haben, dass das Ganze funktioniert. Wir hoffen auch, dass wir dieses große Projekt eben halt, dass das der Freistaat unterstützt. Aber wir haben eben halt leider Gottes müssen wir da immer Eigenanteile aufbringen.
Und da suchen wir eben halt Möglichkeiten mithilfe dieser Aktion, dass wir da Sponsoren und Spender eben halt ansprechen. Aber da werden wir später, glaube ich, nochmal, werden wir das nochmal sehen, wie wir das angeben. Also wir versuchen praktisch. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Teil von diesem Projekt sein zu können. Sponsoren, Spender oder Organisationen, die einfach Kooperationen mit uns eingehen wollen. Oder aber auch natürlich die Patienten, die an den Challenges teilnehmen. Gut, und also, Punkte sammeln können. Also da ist es so, wenn ich da folge, da habe ich dann die Quiz und werde ich dann über die Challenges informiert, die ich halt habe. Genau, die Challenges sind auf der Webseite definitiv immer zu sehen. Die werden aber auch gepusht in den Social-Media-Kanälen. Ich bin immer up-to-date, wenn ich diesen Kanälen folge. Okay, insofern eben halt der Hinweis, dass wir das machen. Und jetzt, bevor wir gleich dann in das erste Thema hereingehen, nochmal der Hinweis eben halt, natürlich Podcast-Zeit ist dann auch wieder der April-Podcast, das wir eben schon in der groben Übersicht gesehen haben, der dann am 4.4. ist. Und gerade als Universitätsklinikum hier, als Universitätsklinikum Dresden, ist uns ja natürlich sehr dran gelegen, dass wir eben halt auch mit unterschiedlichen Dingen die Erkrankung erforschen. Ne? Ist das jetzt hier mit MRT, ist das jetzt mit Medikamenten, ist das jetzt eben halt mit neuen Technologien, ist das jetzt psychologisch, ne? Was ja auch bei uns ein ganz wichtiger Stellenwert mit Frau Elmers angeht. Und das soll ein bisschen auf dem Bild symbolisiert werden. Und da wollen wir eben halt mal so ein bisschen Abriss darstellen, wie eben halt Studien ablaufen, in welchen Bereichen das abläuft. Und wie gesagt, ihr seid als Projektteam, man sieht es ja auch auf der Homepage, ihr seid dort erreichbar, wenn es Fragen gibt, auch gerade wenn jemand eben halt sagt, ja, ich kenne jemanden, der zu viel Geld hat, der eben halt das gerne unterstützen möchte oder eben halt der das eben halt sponsern möchte, freuen wir uns natürlich sehr, ne, weil wir haben, glaube ich, ein Ziel, was auch für Innovation steht, was hier im Uniklinikum Dresden, glaube ich, ganz wichtig ist, ne, weil wir auch den digitalen Schwerpunkt haben und dann eben halt auch den auch Versorgungsschwerpunkt haben, der eben halt dann an anderen Orten eben halt stattfinden kann. Eben halt, wenn ich zu Hause bin, dass ich trotzdem eine Therapie bekomme, dass ich eine Psychotherapie oder vielleicht eine Logopädie habe, wenn wir heute unsere beiden Sprecherinnen sehen. Und das freut mich natürlich sehr, wenn wir das eben halt mit auf die Bühne bringen. Ja, einen Hinweis haben wir noch, ne, was wir ja auch im Rahmen von 360 Grad organisiert haben, Nurdane. Was genau. Kommt da auf uns zu? Wir haben am Sonntag, diesen Sonntag, am 12. März um 14 Uhr, im Programm Kino Ost die Filmpremiere von Rosi. Aufgeben gilt nicht. Da geht es um eine Französin, die die Diagnose zur Multiplen Sklerose bekommen hat und ja, erstmal auf Weltreise geht. Um sich bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich? Die keinen so netten Neurologen hat, darf ich schon spoilern. Ne? Also insofern wird die Diskussion dort spannend sein, weil wir ja auch neben meiner Wenigkeit, der sich da den wirklich Kritiken der Schulmedizin stellt, weil die Schulmedizin in dem Film wirklich gar nicht gut wahrgenommen wird. Ne? Aber wer ist noch da? Dann kommt noch Nele Handwerker, die Podcasterin ist und ja auch die MS Perspektive macht. Und da gibt es dann eine kurze oder eine Diskussionsrunde, wo über den Film geredet wird und dann wird im Publikum auch noch werden Fragen beantwortet. Genau. Also weil der Film wirklich auch schon aufwühlend ist und da ist, glaube ich, gut, wenn wir danach noch diskutieren. Ne? Wir haben im Moment noch das Gewinnspiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Da gibt es einmal zwei Karten, also Freikarten zu gewinnen. Also läuft noch bis morgen, also dran bleiben und Freikarten gewinnen. Ja, weil es ist von den Bildern, es ist ein eindrücklicher Film, ne, von dem sie geht wirklich auf Weltreise allein und das sind schon, wie gesagt, ich durfte den Film letzte Woche schon in Magdeburg miterleben, da mit Phil Hubbe, ne, haben wir das diskutiert, war sehr spannend auch die Diskussion und sehr wichtig die Diskussion danach. Insofern freue ich mich auf Dresden, ne, wenn wir dann, und man kann eben halt auch sein Französisch nochmal verbessern, weil es ist auf Französisch mit Untertiteln, aber spätestens diverse Schimpfwörter lernt man dann relativ schnell und kann sie dann ganz einfach verstehen. Also, wer Sonntag nichts zu tun hat, wird eh regnen, ne, kommen Sie ins Programm Kino Ost und wir würden uns freuen, das eben halt miteinander zu diskutieren. Das ist eh das schönste Kino, ne? Wir dürfen es uns ja aussuchen und wir haben uns fürs PKO entschieden. Ne?
Super. Gut, dann danken wir eben halt noch sehr den Sponsoren, die das eben halt möglich gemacht haben, dass wir das hier machen können. Ja, und würden dann eben halt gleich in den Podcast gehen. Da habe ich eben, haben wir ja gesagt, wir haben unsere zwei Mitarbeiterinnen, die das in großem Engagement wirklich toll vorbereitet haben. Ne, weil natürlich, wenn wir uns das anschauen, die Multiple Sklerose, wir haben Schübe, wir haben Progression, wir haben eben halt ein sehr buntes Bild von der Erkrankung, weil diese Entzündungsherde ja an unterschiedlichen Orten im Gehirn auftreten können. Und ich habe jetzt mal zur Einleitung, bevor ich dann übergebe, habe ich hier mal mitgebracht, ein Bild, was ich immer in der Vorlesung zeige. Das zeigt mal so schön jetzt anatomisch, ne, wo ich eben halt bin, wo eben halt diese Symptome überall auftreten können. Ne? Und das ist eben halt ultimativ vielgestaltig, ne, weil natürlich vom unteren Rückenmark bis zum Großhirn überall Entzündungsherde auftreten können, kann das sehr vielgestaltig sein. In der Regel ist es so, dass natürlich sehr viele Symptome bemerkt werden. Also wenn ich natürlich zum Beispiel mein Bein nicht mehr bewegen kann, dann merke ich das, oder wenn ich nicht mehr sehen kann, dann merke ich das sehr deutlich. Aber es gibt eben halt auch Symptome, und das ist die, über die wir reden wollen, weil die uns natürlich auch in der Behandlung sehr wichtig sind, weil natürlich Symptome, die unsichtbar sind, die auch die Umgebung nicht wahrnehmen kann, werden häufig missachtet. Und deshalb macht es Sinn, dass wir gleich starten. Ist so ähnlich wie die seltenen Erkrankungen. Wenn das selten ist, dann wird sowas auch nicht beachtet. Und deshalb freue ich mich, dass wir eben halt starten mit der Herausforderung, diese unsichtbaren Symptome eben halt wahrzunehmen. Und ja, und deshalb eben halt da auch nochmal der Hinweis, wir haben halt wirklich zwei Spezialistinnen in dem Bereich damit drin. Und deshalb fragen Sie, stellen Sie die Fragen, dass wir das eben halt auf den, dass wir da wirklich klären können, wie es geht. Nach dem Podcast, nur um ein bisschen das Programm zu sagen, nach dem Podcast stellen wir dann auch unsere erste Challenge vor. Wir haben zwei Challenges immer ein Challenge für 2 Monate im Rahmen dieses 6-monatigen Programmes. Das heißt, wir haben 3 Challenges. Wir verraten aber nur die heutige Challenge, die wir halt haben. Und ja, deshalb würde nach dem Vortrag, würden wir dann gleich zeigen, auch transferieren, was kann ich denn tun, was gibt es denn für Tools, um solche unsichtbaren Symptome dann auch im Alltag zu erfassen, auf den Weg zu bringen. Und da haben wir uns nämlich dann die erste Challenge überlegt. Ja, schönen guten Abend auch von unsererseits. Willst du mal kurz anfangen? Du bist gerade im Bild. Ja, das ist, wie gesagt, sehr spannend mit der neuen Technik heute hier. Genau, dann nutze ich kurz die Gelegenheit, um mich erstmal vorzustellen. Ich bin Suzette Garthof, wie gesagt. Ich bin Sprechwissenschaftlerin, Sprachtherapeutin und bin seit etwa einem Jahr jetzt hier am MS-Zentrum in Dresden. Und wie Professor Ziemschen schon sagte, zeichne verantwortlich hauptsächlich für unsere spannende Studie zur Sprachanalyse. Ich komme aber aus meiner Therapiehaut auch nicht raus. Also ich bin natürlich auch in meiner Funktion als Logopädin nach wie vor für unsere Patienten da und kann beratend zur Seite stehen, wie zum Beispiel auch jetzt hier beim Podcast. Genau. Julia. Genau, mein Name ist Julia Elmers. Ich bin Psychologin seit 2 Jahren hier am MS-Zentrum und bin verantwortlich für die neuropsychologischen Testung, von denen vielleicht einige schon was mitbekommen haben. Dann würde ich auch gleich mal übergehen zu unseren Folien, und zwar worum es heute eigentlich geht. Es gibt erstmal eine kleine Einführung. Was meinen wir überhaupt mit den unsichtbaren Symptomen? Vor allen Dingen will ich hier nochmal kurz auf die Fatigue eingehen, aber auch auf chronische Belastung, psychische Belastung, wie zum Beispiel Depression oder Angst, was viele unserer Patienten und Patientinnen auch schon berichtet haben. Plus noch das Wichtige natürlich auch, kognitive Einschränkungen bei MS, also zum Beispiel im Sinne von Aufmerksamkeitsstörungen oder Gedächtnisstörungen, aber insbesondere auch im Bereich Exekutivfunktionen. Da wird es dann auch noch mal eine kleine Erklärung geben, was das eigentlich ist. Dann würde ich einmal kurz überleiten zu meiner Kollegin, primär zu den kognitiven Kommunikationsstörungen. Dann schließen wir noch mal den Kreis, kommen noch mal zurück. Ja, wie wirken sich denn eigentlich jetzt diese unsichtbaren Symptome, also Fatigue, Depression oder Stress zum Beispiel auch auf Kognition und Sprache aus?
Und am Schluss dann noch so ein kleiner Input, so was kann ich denn jetzt eigentlich dagegen tun? Diese Infos werden dann aber auch auf der Website, die ja eben schon angesprochen wurde, auf der 360-Grad-Website nochmal in schriftlicher Form für Sie dargelegt. Genau, fangen wir gleich mal an. Genau, also mit der Fatigue, falls Menschen von Ihnen das nicht kennen. Fatigue wird nicht nur als Müdigkeit bezeichnet oder als Schlappheit, sondern es ist wirklich so eine überwältigende, unkontrollierbare Müdigkeit und Energielosigkeit, die plötzlich auftreten kann. Die kann aber auch schleichend auftreten, wenn man eigentlich zum Beispiel gar nicht so viel gemacht hat. Also wenn man eigentlich sagen würde, ja, das war jetzt eigentlich nicht so anstrengend. Das kann auf der motorischen, aber auch auf der kognitiven Ebene auftreten. Auf der kognitiven Ebene dann eben im Sinne von Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten oder Gedächtnisprobleme, insbesondere zum Beispiel am Nachmittag. Und manche kennen es vielleicht auch, dass sich diese Symptomatik dann noch bei Hitze verschlimmert, also das sogenannte Uthoff-Syndrom. Zu den Häufigkeiten, da gehen die Zahlen wirklich teilweise sehr stark auseinander in den Studien. Also wir haben Zahlen in Stichproben, wo 36% der Patienten und Patientinnen von einer Fatigue-Symptomatik berichten. Es geht aber auch hoch bis 78%. In einer Online-Befragung mit über 2000 Personen waren es zum Beispiel um die 65%. Also man sieht, dieses Symptom ist zwar unsichtbar, aber doch in der Häufigkeit ziemlich hoch. Das nächste, was auch sehr häufig bei unseren Patienten und Patientinnen auftritt, sind Depressionen bzw. depressive Verstimmung oder Antriebslosigkeit. Ich habe hier mal so ein paar Symptome aufgeführt, was denn eigentlich bei so einer Depression oftmals irgendwie zutage tritt. Also zum Beispiel so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder ist alles gut oder alles schlecht. Katastrophisieren. Das bedeutet, dass aus jeder Kleinigkeit so etwas ganz Schlimmes erwachsen kann. Hoffnungslosigkeit, aber auch körperliche Symptome wie zum Beispiel innere Unruhe, Rastlosigkeit, dass man das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig entspannen. Wiederkehrende, beunruhigende Gedanken, das muss nicht unbedingt nur mit der Erkrankung an sich zu tun haben. Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, nur mit uns selber, sondern auch in einem sozialen System. Und zum Beispiel auch Schlafstörungen können ein Symptom der Depression und auch der Angstsymptomatik sein. Auch hier habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht, damit man es mal so ein bisschen einordnen kann. Wie viele Menschen betrifft es denn eigentlich? Also insbesondere bei MS-Patienten und Patientinnen sind es ungefähr so 30-50%, die wirklich von depressiven Verstimmungen bzw. von Depressionen berichten. Was deutlich höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Also da sind es, wir nennen das immer Lifetime-Prävalenz, also wie viele Leute in ihrem Leben mal an einer Depression erkranken, da sind es in der Normalbevölkerung 21%. Also wenn wir jetzt von den 50% ausgehen, ist das weniger als, oder sind die 50% mehr als das Doppelte, was eben bei unseren MS-Patienten und Patientinnen auftreten kann. Ah, jetzt bin ich gerade verrutscht. 21% bei anderen chronischen Erkrankungen, aber 20 eben in der Allgemeinbevölkerung. Genau, auch Angstsymptomatik bei ungefähr 20%. Also jede fünfte Person, was eben auch schon einfach sehr viel ist und was jetzt, denke ich, auch immer mehr Bedeutung auch in der Behandlung bekommt. Problematisch, diese Symptome treten halt auch sehr häufig in Verbindung mit der Fatigue auf, wobei man da dann immer schauen muss, okay, ist es jetzt eher die Fatigue oder ist es eher die Depression? Das müssen dann eben durch Fragebögen, durch Gespräche geklärt werden. Ein anderes, nicht unbedingt Symptom, ist zum Beispiel chronischer Stress. Ich habe jetzt hier einmal eine kleine Definition, weil Stress ist immer so ein sehr schwammiges Wort, sage ich mal. Es gibt einmal den Eustress. Das ist so ein sehr kurzer Stress, so Anspannungsereignisse zum Beispiel, also vielleicht vor einer Prüfung oder vor einem wichtigen Termin, wo man wirklich kurzzeitig sehr angespannt ist, dann aber auch diese Situation meistern kann, was dann zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Endeffekt führt. Dieser Eustress wechselt sich dann auch mit Entspannungsphasen ab, das ist ganz wichtig. Also man hat dann auch mal wieder so eine Ruhephase und ruft eher positive Gefühle hervor, also eben durch so ein Erfolgserleben. Auf der anderen Seite haben wir diesen Distress, von dem wahrscheinlich die meisten reden, wenn sie unter Stress stehen. Das ist dann wirklich eine wiederkehrende und sehr langfristige Belastung. Es führt dazu, dass man das Gefühl hat, dass die Situation einen einfach überfordert. Man fühlt sich hilflos oder auch unfähig, irgendwie das noch zu leisten. Daraufhin
hat man dann irgendwie das Problem, die Gedanken, Probleme zum Beispiel nicht mehr lösen zu können, Entspannungsphasen fehlen, weil man sich dann eben aus dieser Situation gar nicht mehr heraushelfen kann, was zu sehr negativen Gefühlen durch das Überforderungserleben führt. Genau, typische Symptome von so einem chronischen Stress, also immer wenn ich jetzt hier über Stress rede, rede ich primär über chronischen Stress, sind zum Beispiel auch eine Schwächung des Immunsystems, Anspannungsschmerzen, wie zum Beispiel Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Sodbrennen oder Durchfall, Verstopfung, also wirklich sehr somatische Symptome, die man vielleicht gar nicht unbedingt sich erklären kann und die auf so einen sehr lang anhaltenden chronischen Stress zurückzuführen sein können. Ups, bin ich einmal zu weit. Ich habe hier nochmal so eine typische Kurve, die man vielleicht auch schon mal öfter gesehen hat, wie sich Stress auf die Produktivität oder auch das Leistungsverhalten auswirken kann. Also wir haben hier auf der linken Seite und auf der rechten einmal den Distress, also diesen chronischen Stress, was dazu führt, wenn Sie sich diese Kurve anschauen, dass die Produktivität einfach absinkt. Also zu wenig Stress ist nicht gut, weil man sich langweilt. Zu viel Stress ist aber auch nicht gut, weil man erschöpft ist, ängstlich und handlungsunfähig wird. Und in der Mitte diese positive Stresszone, das ist dann eben das, wo wir sehr, sehr produktiv sind, weil wir rational denken, weil wir auf das fokussiert sind, was wir machen möchten. Nur kurz zur Einordnung. Genau. Dann kommen wir einmal zu den kognitiven Beeinträchtigungen bei MS. Sie sehen hier schon an den Prozentzahlen, die sind auch relativ häufig vertreten. Also zum Beispiel 30-60% berichten von Problemen im Gedächtnis, 40-50% in der Informationsverarbeitung. Also wie schnell kann ich Informationen aus zum Beispiel Texten oder Gesprächen aufnehmen und dann auch verarbeiten. Komplexe Aufmerksamkeit, da geht es ein bisschen um zum Beispiel selektive Aufmerksamkeit, wenn man mit mehreren Leuten im Raum sitzt und Gespräche führt, kann ich mich da auf den einen Gesprächspartner konzentrieren oder werde ich von umliegenden Reizen irgendwie abgelenkt? Aber auch zum Beispiel die geteilte Aufmerksamkeit, also umgangssprachlich dieses Multitasking. Genau. Dann kommen wir schon zu den Exekutivfunktionen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, auch 20-30%. Und der Rest, das sind eher Einzelfälle, auf die wollen wir jetzt auch gar nicht näher eingehen. Einmal noch zu den Exekutivfunktionen. Was ist das eigentlich? Also unsere Exekutivfunktionen sind eigentlich die Funktionen, die alle komplexeren Fähigkeiten, die wir Menschen haben, steuern. Also wir haben drei Hauptfunktionen. Das ist einmal Inhibition bzw. Interferenzkontrolle. Das bedeutet so viel wie Selbstkontrolle, also das Gegenteil von impulsivem Verhalten. Interferenzkontrolle bedeutet, dass ich von umliegenden Reizen auch mich abschirmen kann, also was ich eben meinte, mit dem kann ich mich auf einen Gesprächspartner konzentrieren oder nicht. Dann haben wir als zweiten Punkt das Arbeitsgedächtnis, also so ein kurzfristiges Speichern von Informationen und auch das Verarbeiten dieser Informationen. Und das letzte wäre dann die kognitive Flexibilität, also der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben. Viele, die vielleicht im Büro arbeiten, kennen das. Man hat die eine Aufgabe, die man gerade bearbeitet, dann klingelt aber noch das Telefon und dann muss man auch irgendwie noch eine Mail schreiben und zwischen diesen Aufgaben hin und her zu wechseln oder das nach und nach abzuarbeiten. Das ist eben dann auch so ein Teil der kognitiven Flexibilität, eng verwandt auch mit Kreativität. Genau. Jetzt habe ich sehr viel theoretischen Input gegeben, aber wie wirkt sich das denn eigentlich auf unseren Alltag aus? Also Exekutivfunktionen sind in allen Lebensbereichen sozusagen vertreten. Und wenn es zu Störungen in diesen Bereichen oder in den Exekutivfunktionen bekommt, sind da eben auch viele Bereiche betroffen. Also da haben wir zum einen die mentale Gesundheit, also zum Beispiel psychische Störungen, wie zum Beispiel Suchtstörungen, ADHS oder Depressionen hängen stark damit zusammen, aber auch die körperliche Gesundheit, also zum Beispiel Übergewicht, wenn ich mich nicht kontrollieren kann, nur Süßigkeiten zu essen oder eben auch Substanzmissbrauch betreibe, also sei es Alkohol oder Zigaretten oder auch härtere Drogen. Dann verringert es auch die subjektive Lebensqualität, hat Einfluss auf schulische und berufliche Leistung natürlich. Also wenn ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht steuern kann, dann leiden eben auch solche Funktionen darunter. Und im Endeffekt dann natürlich auch die soziale Interaktion. Also wie gehe ich mit Leuten um? Bin ich sehr impulsiv? Bin ich sehr aufbrausend? Oder kann ich meinen Frust sozusagen auch erstmal zurückhalten und nochmal reflektieren? Also Sie merken, Exekutivfunktionen sind sehr wichtig für uns Menschen im Alltag. Es sind kognitive Kontrollfunktionen, die uns so ein
ja, adaptive Verhaltensweisen also im Leben ermöglichen. Das bedeutet, dass wir unser Verhalten flexibel an die Situation anpassen können und eben nicht immer nach Schema F handeln. Jetzt haben wir ja hier auch noch das Thema Sprache ganz groß mit meiner Kollegin. Zur Einleitung, also was sind denn exekutive, also was haben exekutive Funktionen mit Sprache zu tun? Auch hier sehr wichtig für den gezielten Abruf zum Beispiel von Wörtern aus dem semantischen Langzeitgedächtnis. Also das bedeutet, dass ich auch weiß, welches Wort ordne ich welchem Objekt zum Beispiel zu. Die verbale Regulierung, die Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit, aber auch das Handeln und Planen eben der Sprache oder der Sätze ist sehr wichtig dabei. Auch so der Wunsch nach Kommunikation hängt damit zusammen. Also habe ich eine Antriebsarmut. Es kann auch in die andere Richtung gehen, dass ich zu viel sprechen will und mich nicht kontrollieren kann. Aber da würde ich jetzt einfach mal weitergeben an meine Kollegin, denn die ist die Expertin dafür. Danke, Julia, für die tolle Einleitung und Anmoderation für meinen Part sozusagen. Genau, also ich habe auch noch mal eine kleine Inhaltsangabe jetzt gemacht. Ich möchte jetzt noch einmal genauer auf Kognition und Sprache eingehen im Sinne von kognitiven Kommunikationsstörungen. Warum dieses Thema? Weil wir einfach das Gefühl haben, dass es viele Patienten einfach umtreibt, die bei uns ein- und ausgehen. Also wenn ich wirklich einmal aktiv frage, ja, im logopädischen Bereich, gibt es denn da Probleme, Sprache, Spreche, Stimme, dann kommt ganz häufig, ja, wenn ich genau darüber nachdenke, ja doch, also mit der Sprache habe ich schon Schwierigkeiten. Also Wortfindungsstörung, das ist für mich ein Thema. Und es ist vielleicht so ein starkes Thema, dass ich vielleicht mich tatsächlich auch in der Kommunikation eingeschränkt fühle. Und spätestens ab dann könnte man diesen Begriff der kognitiven Kommunikationsstörung im Hinterkopf behalten. Deswegen wollen wir darüber ein bisschen genauer heute auch berichten. Ich möchte gerne den Begriff ein bisschen umreißen, ein bisschen klären, was ist eigentlich genau damit gemeint und dann genauer auf die Merkmale eingehen. Also wie kann sich das äußern? Das ist wirklich ein sehr weit gefasster Begriff. Es ist eine sehr komplexe Sache. Und wie kann sich das auf den Alltag dann natürlich auch auswirken, auf das soziale Umfeld auswirken? Und im späteren Verlauf, nachdem ich nochmal an Julia abgegeben habe, wollen wir auch darüber sprechen, was man als Betroffener tun kann, als Angehöriger tun kann und ob eine logopädische sprachtherapeutische Behandlung sinnvoll ist, ob man lieber zum Neuropsychologen gehen sollte und wenn ja, wie man dazu kommt. Genau, noch einmal zur Begriffsklärung. Ich wähle gern den Begriff der kognitiven Kommunikationsstörung. Es gibt aber auch Synonyme, die in der Literatur verwendet werden. Kognitive Dysphasien zum einen oder nicht aphasische zentrale Kommunikationsstörungen. Ich möchte hier in dem Moment mit der Folie einfach noch einmal ganz kurz umreißen, möchte es kurz einordnen, wo wir die kognitiven Kommunikationsstörungen sehen. Wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, Mensch, Frau Garthof, ich habe die Worte auf der Zunge, aber ich kriege sie nicht raus, ich werde nicht verstanden, ich kann mich nicht richtig ausdrücken, ich kann Dinge nicht benennen, dann muss ich für mich als Logopädin erstmal überlegen, okay, habe ich jetzt ein sprechmotorisches Problem, also ist es im Sinne einer Dysarthrie, eine fehlerhafte Ansteuerung der Sprechmotorik, also dann ist die Aussprache verwaschen beispielsweise oder die Zunge ist schwer. Das ist tatsächlich ein Thema, Dysarthrie, was im Rahmen der MS häufig auftritt, aber was für uns heute jetzt kein Thema sein soll, sondern wir schauen dann Richtung sprachsystematische Störungen und auch hier muss ich als Therapeut dann wieder gucken, habe ich jetzt eine klassische Aphasie oder eine Sprechapraxie, das meint, dass eine rein sprachsystematische Störung stattfindet aufgrund einer Schädigung von sprachdominanten Arealen in der Großhirnrinde im Kortex. Also ganz einfach runtergebrochen, wenn Läsionen in einem Bereich des Gehirns stattfinden oder stattgefunden haben, die speziell für die Sprache zuständig sind. Und also per Definition sind das tatsächlich auch wirklich Sprachstörungen, die unter einer weiterhin völlig funktionierenden Kognition vorhanden sind. Während die kognitiven Kommunikationsstörungen tatsächlich das Resultat einer Hirnschädigung sind mit Dysfunktionen von eben kognitiven Funktionen, also Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder Exekutivfunktion. Genau. Also es ist
per se, es ist kein Sprachdefizit in dem Sinne, sondern es handelt sich um eine gestörte Interaktion der Sprachzentren mit allen anderen funktionellen Bereichen, die das Gehirn steuern muss. Insbesondere auch den exekutiven Funktionen, wovon Julia Elmers jetzt schon so intensiv erzählt hat. Wir erinnern uns nochmal, Exekutivfunktion, was meint das? Planung und Überwachung all unserer Handlungen und natürlich auch unserer kommunikativen Handlungen. Und das meint natürlich nicht nur, dass ich spreche, Worte bilde und zuhöre und dann darauf antworte, sondern das meint natürlich auch Mimik und Gestik, Proxemik, wie gehe ich in einen Raum hinein, wie gehe ich auf einen Gesprächspartner zu. Das alles ist auch schon eine kommunikative Handlung. Und man merkt schon, es ist ein recht komplexer Vorgang von Anfang bis Ende. Und je komplexer etwas ist, umso störiger, störungsanfälliger kann es natürlich auch sein. Wenn wir uns jetzt nochmal genauer vor Augen führen, Kognition, die drei Säulen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktion, wofür sind die exakt bei der Sprache zuständig? Weil es ist insofern das Verständnis wichtig, damit wir dann uns daraus erschließen können, welche Art von Merkmalen so eine kognitive Kommunikationsstörung haben kann. Widmen wir uns einmal der Aufmerksamkeit. Liegt auf der Hand, wofür ist Aufmerksamkeit wichtig, damit wir uns natürlich auf den Gesprächspartner fokussieren können. Beziehungsweise ich kann mich jetzt sozusagen direkt auf die Kamera fokussieren. Das ist meine Art der Aufmerksamkeit, die ich jetzt brauche. Oder als Gesprächspartner muss ich mich auf mein Gegenüber fokussieren, eventuell sogar auf mehrere Partner, die gerade vor mir sitzen. Und währenddessen muss ich aber auch in der Lage sein, andere Reize auszublenden. Also beispielsweise ein Gespräch, das hinter mir gerade stattfindet, dann einfach nicht zu ignorieren sozusagen. Oder der Bus, der gerade vorbeifährt. Und ich muss diese Aufmerksamkeit, diesen Fokus natürlich auch über einen langen Zeitraum hinaus halten können. Also eben nicht nur auf dem Gang das kleine Smalltalk-Gespräch, hallo, wie geht's dir, danke, tschüss, sondern im Idealfall auch 90 Minuten am Stück im Rahmen eines Meetings beispielsweise. Gehen wir zum Gedächtnis über. Wofür ist das wichtig? Natürlich, um sich an Gesprächsinhalte zu erinnern, was das Kurzzeitgedächtnis betrifft, um sich daran zu erinnern, was habe ich zum Beispiel selber vor einer Minute gesagt oder was hat mein Gegenüber am Anfang seines Satzes gesagt oder was ist vor 10 Minuten gesagt worden. Und ich muss mir natürlich auch merken, was ich ursprünglich sagen wollte, also die eigene Gesprächsintention muss ich auch noch im Hinterkopf behalten, wenn gerade jemand ein Thema anspricht, wo ich mir denke, da geht bei mir eine Lampe auf, ja, dazu möchte ich gleich noch was sagen, aber das Gegenüber muss natürlich erstmal zu Ende sprechen dürfen und währenddessen muss ich das natürlich auch behalten. Dann müssen wir uns natürlich auch erinnern können, jetzt gehen wir Richtung Langzeitgedächtnis, an persönliche Erlebnisse, die schon einmal waren. Das meint im Falle von Kommunikation eventuell Gespräche, die schon gelaufen sind, mit demselben Gegenüber, vielleicht einen Tag vorher oder 3 Wochen vorher, damit wir auch darauf wieder Bezug nehmen können, weil nur dann haben Gespräche auch einen progressiven Sinn. Ja? Und das semantische Langzeitgedächtnis, Frau Elmers hat es auch mit angesprochen, das meint, also korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber meint im Endeffekt, dass wir unser Weltwissen anwenden. Ja, das Wissen über unsere, über Fakten, über wie die Dinge funktionieren, weil nur so sind sachliche Gespräche ausgefallen. Und zu guter Letzt Exekutivfunktionen. Da hat Julia ja auch schon ganz viel drüber gesprochen. Also es geht darum, dass der Sprech-, der Kommunikationsantrieb da ist. Wir sind alle kommunikative Wesen, aber wir müssen natürlich auch erstmal die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt mit jemandem reden, ich muss dafür aufstehen, ich muss zu dem jemanden hingehen, ich muss das Gespräch in Gang bringen. Das sind alles Prozesse, die im Rahmen der Exekutivfunktion ablaufen. Dann muss ich das Sprechen natürlich initiieren. Ich muss aber auch in der Lage sein, wenn ich etwas sagen möchte und das gerade unpassend ist, das auch zu hemmen. Also wenn gerade jemand spricht und das Rederecht gerade hat, dann sollte ich tunlichst vermeiden, da reinzusprechen, das ist ganz, ganz wichtig, sondern das ist dann eine Funktion der Hemmung, dass ich dann erstmal mich zurückhalten kann. Und das Sprechdenken ist auch eine Form der Exekutivfunktion. Es meint nichts anderes, als dass wir unsere Gedanken formulieren, während wir reden. Also während ich jetzt diesen Satz in die Kamera sage, muss ich gleich im Hinterkopf eigentlich am besten den nächsten Satz schon parat haben und daran basteln, wie ich den am besten anfügen kann.
Ja, ich habe jetzt einmal ein Beispiel mitgebracht, wie eine Bildbeschreibung, eine recht sachliche Aufgabe eigentlich aussehen könnte, wenn in diesen kognitiven Funktionskreisen etwas vielleicht nicht optimal läuft. Wenn zum Beispiel Julia jetzt mich bitten würde, beschreibe mir doch mal das Bild. Dann beschreibe mir doch bitte mal das Bild, was wir da sehen. Ja, dann könnte ich jetzt loslegen. Also, da hinten, da sitzt jemand, die hat längere Haare. Mhm. Also es könnte eine Frau sein. Mhm. Und da sind viele Mikrofone drumherum und da spricht sie rein. Oder die singt oder so. Das kann man nicht so richtig sehen. Und die guckt ganz selig, finde ich. Also ich singe ja eigentlich nicht so gerne, muss ich sagen. Aber gut. Und dann ist da noch ein Vogel da daneben. So ein bunter Vogel, also ein Papagei. Genau, ein Papagei ist da mit daneben, der singt mit oder spricht mit oder was auch immer. Ne? Und dann sitzt da noch einer, der hört zu. Man kann jetzt aber nicht so richtig sehen, ob ihm das gefällt, was er da hört. Ne? Weiß man nicht, aber also der hat Kopfhörer und er trägt weiß. Ah, das könnte ein Arzt sein. Wahrscheinlich ist es ein Arzt. Ja, und drumherum, da stehen ganz viele Monitore. Und da ist noch so ein Papagei, der singt mit oder spricht mit. Genau. Mhm. So, bin wieder da. Ja, also das wäre jetzt sozusagen ein Beispiel. Ich habe jetzt einen sehr langen Monolog gehalten und habe im Endeffekt nichts anderes gesagt, als eine Frau spricht oder singt in verschiedenen Mikrofone. Ein Papagei singt mit, ein Arzt sitzt vor mehreren Monitoren und hört konzentriert zu. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gewesen. Aber wir merken schon, also im Endeffekt ist natürlich die Message, das Bild ist beschrieben worden, aber irgendwie ist es nicht optimal gelaufen. Und anhand dieses Beispiels schauen wir uns jetzt mal, es ist eine sehr große Tabelle, schauen wir uns an, was alles bei der Kommunikation aufgrund kognitiver Einschränkungen nicht funktionieren kann. Wenn wir uns das Gesprächsverhalten anschauen, dann ist das beispielsweise, dass Gesprächsbeiträge unstrukturiert wirken. Das ist dieser ganz berühmte fehlende rote Faden. Ja, also, dass man ewig drumherum redet, dass man nicht wirklich zum Punkt kommt, sehr, sehr viel spricht und wenig Informationsgehalt hat. Ja? Dass Gesprächsbeiträge vielleicht auch thematisch unpassend sind oder abrupt enden, dass man eben auch Gesprächsinhalte reinbringt. Also zum Beispiel, ich singe ja nicht besonders gern. Das ist für die Aufgabe völlig, ne, also eigentlich nicht relevant gewesen, aber dass sowas eben nicht gehemmt wird, dass man sowas eben dann auch erzählt. Es kann auch sein, dass es Schwierigkeiten gibt, den situativen Kontext zu beachten. Also zum Beispiel, erzähl mir mal, wie die Technik geht, aber in 3 Minuten sind wir live, also mach schnell. Ja? Und dass das einfach nicht ankommt bei mir oder bei dem Betroffenen dann und man ewig lang und breit erzählt. Oder dass man zum Beispiel nicht bemerkt, dass der Gesprächspartner gerade nicht gut drauf ist, dass er nicht gut in guter Gesprächsstimmung ist und man lieber später das Gespräch führen sollte. Also auch die Fähigkeit, auf den Partner einzugehen. Es ist auch möglich, dass es schwierig ist, die wichtigen Informationen aus einem Gespräch herauszuziehen. Also dass man sich eher an Details festhängt, dass man da immer wieder drum kreist, obwohl es für den Progress des Gespräches nicht wirklich relevant ist. Oder auch, dass es ein Problem ist, ich hatte es vorhin angedeutet, sich auf die Gesprächspartner wirklich zu konzentrieren. Dass es eben dann trotzdem noch das Gespräch, was vielleicht 3 Ecken weiterläuft, auch noch ist, das einen beschäftigt, sodass es dann ja zu Interferenzen kommt, man sich dann nicht wirklich konzentrieren kann auf wirklich das Gespräch, das gerade relevant ist. Wenn wir uns die Wortflüssigkeit angucken, dann ist jetzt hier der Klassiker schlechthin, Wortfindungsstörungen ein Ding. Also dass tatsächlich im freien Wortabruf es erschwert sein kann, das bestimmte Wort zu finden. Ich habe das versucht mit dem Papagei einmal kurz zu zeigen. Freier Abruf meint, dass man, wenn ich zum Beispiel im Rahmen der Logopädie die Aufgabe gebe, nennen Sie mir mal 20 Tiere oder so, dass das in der Regel relativ gut läuft. Aber wenn es dann im Alltag darum geht, zu sprechen, dass dann tatsächlich die Worte fehlen. Ja? Es ist auch möglich, ich hatte es versucht anzudeuten in dem Beispiel, dass die Satzstruktur überkomplex ist, dass es Verschachtelungen gibt, dass man immer wieder abbricht, dass man neu anfängt, reformuliert. Kann aber auch genau umgekehrt sein, dass man sehr einfache Sätze verwendet, immer wieder die gleiche Struktur, kurze Sätze sehr einfach sich eher hält. Dass die Spontansprache inhaltsarm ist, dass man wenig flexibel ist, was das Vokabular betrifft.
Und alles, was beim Sprechen, was bei der Sprache problematisch sein kann, kann natürlich beim Lesen und Schreiben genauso sein. Also, dass das Textverständnis beeinträchtigt ist, dass man im Lesen langsamer ist, dass man häufiger hängen bleibt, dass man immer wieder zurückspringen muss im Text, dass man am Ende einer Seite vielleicht nicht mehr weiß, was man da gerade gelesen hat. Dass man vielleicht auch Schwierigkeiten hat, Gelesenes dann wiederzugeben. Und wenn es darum geht, Texte zu schreiben, haben wir genau das Gleiche. Inhaltliche Zusammenhänge wirklich klar strukturiert wiederzugeben, das kann problematisch sein, dass thematische Sprünge drin sind, dass Informationslücken drin sind, dass Details drin sind, die nicht relevant sind und so weiter. So, jetzt habe ich von ganz viel von Störungen gesprochen. Was jetzt wichtig ist, absolut wichtig zu sagen, ich bin mir sicher, dass alle, die hier zuhören, sich bei ganz vielen Punkten jetzt auch wiedererkannt haben. Das sind natürlich alles Merkmale, die unsere Kommunikation menschlich machen. Also die völlig normal sind bis zu einem gewissen Grad, die unsere Kommunikation dynamisch machen, die sie einfach, ja, die völlig natürlich und normal sind. Das ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, also gerade auch in therapeutischer Hinsicht, nicht katastrophisieren. Ne? Du hattest das vorhin schon mal gesagt. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich verschiedene dieser Punkte häufiger auftreten und in einer Intensität auftreten, dass die Kommunikation wirklich gestört ist, alltagsrelevant, ja? Sei es im Beruf, sei es wirklich im Alltag mit Freunden oder Angehörigen, und zwar in einem Ausmaß, dass man bestimmten Tätigkeiten vielleicht nicht mehr nachgehen kann oder nicht mehr nachgehen möchte, dass man vielleicht Kommunikationssituationen vermeidet oder eben das eine Meeting vielleicht nicht mitmacht, weil es ist zu anstrengend und so weiter, dann könnte es eine Störung sein, dann ist es störend, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann könnte man von einer Kommunikationsstörung sprechen. Aber wie gesagt, noch einmal, das sind alles Dinge, die bis zu einem gewissen Grad völlig normal sind und die insbesondere wir jetzt auch, wir sind gerade das beste Beispiel, wunderbar, Ihnen vorführen durch unsere Sprechdenkpausen, durch Wiederholungen. Das ist Wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann. Also ich meine, diese Wortfindungsstörung, das berichten ja viele Leute mal. Ne? Dann frage ich auch immer, naja, wie sieht es denn aus? Haben Sie gerade viel Stress? Wie ist es auf der Arbeit? Und dann erzählen ganz viele Leute, ja, es ist wirklich sehr stressig. Manche sagen auch, nö, ich habe eigentlich keinen Stress. Und dann ja, grübeln die so darüber nach, irgendwie, ah, ist das jetzt irgendwie schon problematisch oder nicht? Und dann sage ich mir, naja, aber haben Sie mal mit Freundinnen darüber geredet? Haben die das auch? Ja, ja, die haben das auch. Und das ist halt, wie gesagt, was du meintest, das ist das Menschliche. Ne? Und gerade, was ich auch immer sage, ist, wenn Sie sich natürlich dann selber so gut beobachten, ob jetzt eventuell nochmal eine Wortfindungsstörung auftritt, dann werden Sie welche finden. Das ist halt das Typische, wenn man sich so sehr beobachtet oder den Körper so beobachtet, dann findet man immer irgendwelche Symptome, die man nicht bemerken würde, wenn man nicht so intensiv darauf achten würde. Genau. Das ist vielleicht auch noch sowas zu mitgeben. Also wenn es einmal ein paar Mal auftritt, nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Die klassische selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir dann tatsächlich dieses Ausmaß einer Störung haben, was für Auswirkungen hat das dann? Natürlich führt das zu Frust. Ja, also zu Frust beim Sprecher zum einen, aber auch bei dem Gegenüber, beim Gesprächspartner. Der eine fühlt sich vielleicht nicht richtig verstanden. Warum hört der mir denn jetzt nicht zu? Ja. Der andere hat das Gefühl, Mensch, der redet und kommt nicht auf den Punkt. Ja, also wirklich so ganz natürliche Reaktionen auch, aber die natürlich auch, wenn es ein gewisses Ausmaß überschreitet, Problematiken mit sich bringen können. Es kann sein, dass eben Missverständnisse auftreten, dass man vielleicht falsche Schlussfolgerungen aus einem Gespräch zieht, dass Gesprächsinhalte fehlerhaft erinnert werden, vielleicht auch Gesprächslücken, Erinnerungslücken entstehen, wo dann vielleicht auch konfabuliert wird, also man gewisse Erinnerungslücken dann einfach bewusst oder unbewusst selbstständig auffüllt mit Dingen, die vielleicht gesagt worden sind, was dann auch im Nachhinein natürlich zu Problemen führen kann. Und natürlich eine deutliche Ermüdbarkeit. Ja, also, dass Kommunikation selbst in einfacher Form ein kurzes Gespräch einen vielleicht schon wirklich total geschafft zurücklässt oder eben zum Beispiel nach einem Meeting, man denkt sich, Mensch, früher habe ich 3 Meetings ineinander gemacht und jetzt auf einmal bin ich nach einem schon so völlig alles platt. Strengt an. Woran könnte das liegen?
Genau, und das führt natürlich zu Selbstzweifeln. Also Selbstzweifel ist dann das große Thema. Ab wann es dann unbedingt auch, finde ich, einer therapeutischen Intervention bedarf, wenn man dann anfängt, sich sozial zurückzuziehen, Kommunikationssituationen zu vermeiden. Genau. Aber du hattest vorhin auch nochmal drüber gesprochen, ja, ich habe gerade sehr viele Wortbindungsstörungen, aber ich habe auch gerade sehr viel Stress. Ne? Also da hattest du vorhin gerade drüber gesprochen. Und du hattest auch noch ein paar Inhalte, die du erzählen wolltest, genau, dass um Stress und Depression und Angst geht. Mhm. Ja, ne? Also würde ich vielleicht einfach nochmal zurück. Oder zurückgehen. Genau. Genau, und zwar hatte ich es ja schon eingangs erwähnt, also wir wollen doch nochmal so darüber sprechen, wie wirken sich denn jetzt diese unsichtbaren Symptome eigentlich auf unsere Kognition und schlussendlich dann auch auf unsere Sprache aus. Die Kernaussage ist eigentlich, Fatigue, chronischer Stress, Depressionen und auch Angststörungen wirken sich stark negativ auf unsere kognitiven Funktionen und damit im Endeffekt auch Sprache aus. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte aufgeführt. Also in akuten Phasen gibt es da deutliche Beeinträchtigungen, zum Beispiel bei Depressionen und Angst in kognitiven Bereichen, wie zum Beispiel der Verarbeitungsgeschwindigkeit, aber auch beim Lernen, wenn man sagt, naja, ich habe das Gefühl, ich kann komplexe Inhalte einfach nicht mehr so aufnehmen und ich muss Texte jetzt dreimal lesen, bevor ich irgendwie sie wirklich verinnerlichen kann. Es hängt dann manchmal oder meistens auch mit dem Schweregrad der psychischen Erkrankungen zusammen. Also je schwerer die Depression, desto schwerer eigentlich auch die Gedächtnisdefizite. Hinzu kommt zum Beispiel auch noch eine psychomotorische Verlangsamung, also dass auch wirklich die Bewegungen irgendwann langsamer werden, dass nicht nur das Denken langsamer wird, sondern auch die Bewegung. Und wichtig ist da aber auch zu sagen, dass die Defizite eher bei höheren Anforderungen auftreten. Also das heißt, wenn Exekutivfunktionen eben eingreifen würden, dann sind die eher betroffen als so basale Reaktionen, wie so Reizreaktionen. Ich muss schnell aufpassen, dass ich nicht von einem Auto überfahren werde, wenn ich über die Straße laufe. Dann ist meine Verlangsamung eigentlich nicht da, sondern das betrifft dann wirklich eher so höhere kognitive Funktionen, die das Denken beeinträchtigen können. Chronischer Stress, ich habe es auch schon erwähnt, wirkt sich auch sehr stark negativ auf subjektive kognitive Beschwerden, Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Entscheidungsschwierigkeiten zum Beispiel, aber auch wirklich objektive Verschlechterungen in Tests, die eben genau diese Domänen abfragen. Dann die Defizite in der Selbstkontrolle, also impulsives Verhalten, wenn wir es jetzt nochmal auf die Sprache zurückbeziehen, also Leute dauernd zu unterbrechen zum Beispiel, ja. Irrelevante Inhalte einwerfen, aber eben auch sonst sehr aufbrausendes Verhalten, sich nicht kontrollieren können. Dann kann sich das auch auf verschiedene Phasen des Gedächtnisses, also das Gedächtnis wird ja immer in drei Phasen eingeteilt. Das ist einmal die Kodierung, wenn wir irgendwas lesen und das Gehirn muss es irgendwie kodieren. Die Konsolidierung, also die Abspeicherung im Hirn und dann im Endeffekt auch der Abruf, also wenn wir was aus dem Langzeitgedächtnis wieder hervorkramen wollen. Stress kann sich da auf sehr viele verschiedene Sachen auswirken, also auch auf die verschiedenen Phasen. Und auch hier beeinträchtigt natürlich die Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit im Alltag, wirkt sich negativ auf den Selbstwert aus, also was wir eben auch schon von Suzette gehört haben. Genau. Jetzt einmal noch kurz, wodurch entsteht das denn? Also was sind die Ursachen? Also die Ursachen können sehr vielfältig sein, zum Beispiel durch ein Ungleichgewicht von Hormonen oder Neurotransmittern, also zum Beispiel Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin, die erhöhte Produktion von Stresshormonen zum Beispiel. Und wie wir wissen, im Gehirn wirkt alles mit allem zusammen. Also eine erhöhte Produktion von Stresshormonen kann dann eben auch auf anderer Seite zur Reduktion von wichtigen Neurotransmittern führen, was dann eben zu so einer Problematik in der Verschaltung der einzelnen Areale führt. Dann kann es aber auch durch chronischen Stress zu strukturellen Veränderungen des Gehirns kommen, also dass zum Beispiel die Nervenfasern absterben oder dass die graue Substanz sich so ein bisschen ändert. Die meisten kennen es ja wahrscheinlich von Ihnen, wie sich das Gehirn dann, wie das aussieht und von Ihnen. Besonders betroffen sind dann eben bestimmte Areale, also zum einen der Präfrontalkortex, also hier ganz vorne, sehr wichtig für die Exekutivfunktion, aber auch die Amygdala, was eher so im Sub, also
nicht der Kortex, sondern im Unterliegenden. Das ist sehr wichtig für die Emotionsregulation oder auch der Hippocampus, der eben auch eine sehr wichtige Gedächtnisstruktur ist. Aber auch hier nochmal zu erwähnen, also Gehirnareale sind untereinander verschaltet und nicht ein Gehirnareal ist für eine Funktion zuständig, sondern die arbeiten nicht isoliert, sondern alle miteinander. Und das ist natürlich, wenn man sich das wie so ein großes Netz vorstellt und dann ist das Netz in einem Bereich geschädigt, dann wirkt sich das natürlich auch auf alle anderen Knotenpunkte aus. Also da muss man so ein bisschen betrachten, okay, es kann halt vielfältige Ursachen haben, woher das jetzt kommt. Take-home-Message von meiner Seite jetzt einmal bezüglich kognitiver Beeinträchtigungen und psychischen Störungen. Circa 60% der Patienten und Patientinnen mit MS leiden eben unter diesen kognitiven Beeinträchtigungen. Psychische Störungen sind sehr häufig, treten auch häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Chronischer Stress und Fatigue können auch zusätzlich nochmal sozusagen einen oben drauf setzen und nochmal negativ sich auswirken, was dann natürlich irgendwie zu verschiedenen Problemen in verschiedenen Bereichen führen kann, also mentale und physische Gesundheit, Lebensqualität in den sozialen Interaktionen. Genau. Aber es gibt eben auch was Positives, und zwar Training und Behandlung kognitiver Störungen. Das kann man so ein bisschen von zwei Seiten betrachten, meiner Meinung nach. Also man kann einmal die kognitiven Beeinträchtigungen an sich behandeln, zum Beispiel in der Ergotherapie. Also es gibt zum Beispiel so ein Hirnleistungstraining, nennt sich das. Das sind dann verschiedene Aufgaben zum Gedächtnis oder zur Aufmerksamkeit. Das bieten viele ergotherapeutische Praxen an. Dann gibt es eine neuropsychologische Therapie. Ich habe jetzt hier in Klammern gesetzt, was das alles ist. Also restitutiv bedeutet so ein sehr trainierendes Verfahren. Also zum Beispiel bei Aufmerksamkeitsfunktionen funktioniert das ganz gut, dass man da eben genau diese Funktion trainiert. Dann gibt es eine kompensatorische Technik. Das bedeutet, dass man versucht, die Defizite, die da sind und die man vielleicht nicht wieder so auf den Stand von vorher trainieren kann, zu kompensieren, zum Beispiel mit Hilfsmitteln. Typisches Beispiel sind da zum Beispiel Notizblöcke oder Terminkalender, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich vergesse dauernd irgendwelche Termine, dann ist es eher, sage ich mal, dysfunktional, dann sein Gehirn trainieren zu wollen und zu sagen, nein, ich möchte mir das jetzt aber so merken, weil ich möchte ja mein Gehirn trainieren. Es ist viel besser, dann eben auch so eine Kompensation zu gehen, um sich dann auch diesen Stress und eventuell auch Rückschläge ersparen zu können. Und dann gibt es die integrativen Therapiemethoden. Das bedeutet, dass dann eben auch so zu so einer neuropsychologischen oder zu so einer rein kognitiven Therapie auch zum Beispiel psychotherapeutische Verhaltenstherapie dazu kommt und man das so ein bisschen miteinander integriert. Dann gibt es noch so ein bisschen was für zu Hause, also zum Beispiel so dieses typische Gehirnjogging mit Hilfe von digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind zum Beispiel Trainings-Apps wie Brisa, Neuronation, MyReha, also da gibt es unzählige. Da muss man sich dann eben einmal durchfinden durch den ganzen Wust. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Behandlung der auslösenden Faktoren. Also ich hatte ja schon erwähnt, Stress, Fatigue, psychische Störungen wirken sich ganz stark negativ auch auf kognitive Funktionen aus. Und dann kann man eben auch schauen, okay, vielleicht muss ich erstmal meinen Stress reduzieren, die Fatigue irgendwie versuchen in Schach zu halten oder mich auch um gewisse psychische Problematiken wie zum Beispiel Depression oder Angst kümmern. Dazu komme ich dann später nochmal auf einer Folie, wie komme ich eigentlich zur Psychotherapie. Genau, so kurze Tipps für den Alltag bei Stress und Fatigue wären zum Beispiel die Strukturierung des Alltags. Also, dass man Erholungsphasen fest einplant, dass man Pausen fest einplant und nicht sagt, ich arbeite jetzt bis an meine Belastungsgrenze und mache dann eine Pause, sondern dass man sagt, okay, ich arbeite eine Stunde, dann mache ich 10 Minuten Pause oder man arbeitet 25 Minuten und macht 5 Minuten Pause. Das ist so ein Kurzpausensystem. Dann die Auswertung die Bewertung eigener Belastungsgrenzen. Also was kann ich denn eigentlich leisten und was kann ich eben nicht mehr leisten? Dann gibt es gewisse Entspannungs- oder Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel autogenes Training, aber auch Meditation, progressive Muskelentspannung. Da kommt vieles auch aus der Richtung Psychotherapie, aber eben auch sowas wie Meditation, Yoga zum Beispiel machen viele, um dann einfach mal wieder zu sich selbst zu finden, entspannen zu können, eben diese Erholungsphasen auch nutzen zu können.
Genau, dann gibt es noch so eine Virtual Reality Rehabilitation bei Fatigue. Das ist, denke ich, was ganz Neues. Das hatte ich nur so kurz im Internet gelesen, fand ich aber ganz spannend. Körperliche Aktivität hilft auch. Also natürlich, wenn man irgendwie von einer starken motorischen Fatigue betroffen ist, dann zu hören, sie sollen bitte sich körperlich betätigen, ist natürlich nicht so schön. Aber trotzdem so das Herz-Kreislauf-System anregen hilft da. Oder auch zum Beispiel bei Stress. Viele nehmen es ja auch dann als Ventil, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Runde joggen oder Fahrrad fahren oder meinetwegen auch ein strammer Spaziergang. Einfach damit der Körper mal wieder so ein bisschen Glückshormone ausschüttet, weil körperliche Aktivität tut das nämlich, auch wenn man es manchmal nicht glaubt. Dann hätten wir noch gesunde Ernährung oder ausreichend Schlaf. Also das ist natürlich sowas, was man allen Leuten empfehlen würde. Ernähren Sie sich gesund und schlafen Sie gut. Und da haben Sie auch vor allen Dingen eine gesunde Schlafhygiene. Also zum Beispiel kein Handy kurz vorm Schlafen gehen, kein blaues Licht, also das Bett nicht als Sofa nutzen, sowas. Aber da kennen sich dann Schlafexperten auch viel besser aus als ich. Weitere Tipps waren auch noch von der AOK. Die Seite fand ich eigentlich ganz gut. Bei chronischem Stress wird dann auch auf die 360-Grad-Website geladen, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich rein jetzt aus sprachtherapeutischer Sicht, dass all die Tipps, die du jetzt gegeben hast, die generell bei Stress und bei Fatigue greifen, das ist im Endeffekt tatsächlich auch das, was ich als Sprachtherapeutin mit an die Hand geben kann. Denn tatsächlich ist nun mal diese kognitive Kommunikationsstörung, von der ich vorhin gesprochen hatte, auch das Resultat von eben genau diesen Einschränkungen, von denen du jetzt erzählt hast, und auch das Resultat von Stress, von Fatigue, von ja, reduzierter Aufmerksamkeit, Ermüdung an sich. Und im Endeffekt, wenn man es schafft, zumindest ein paar dieser Punkte für sich umzusetzen, dann wird sich das zwangsläufig auch auf die Art und Weise, auf die Fähigkeit zu kommunizieren, auswirken. Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du da sagst. Ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, alles auf einmal zu ändern und sein Leben komplett umzukrempeln. Also Step by Step, das, was für einen erstmal das Wichtigste oder vielleicht auch das Einfachste erscheint. Ja. Ne, ist es für mich vielleicht einfach, weiß ich nicht, ausreichend zu schlafen? Für andere ist es vielleicht einfacher, sich gesünder zu ernähren. Also ja. da muss man dann natürlich für sich auch den eigenen Weg finden. Ja, also das, was am anwendbarsten ist. Genau. Was von meiner Seite her noch wichtig ist zu erwähnen oder was ich gerne noch erwähnen möchte, um nochmal auf die Sprache zu kommen, was kann man als Angehöriger tun, wenn der Betroffene eventuell in der Kommunikation nicht mehr so ganz so ist, wie man es vielleicht von vor 20 Jahren noch kannte. Wenn man merkt, da gibt es Probleme, das sind im Endeffekt auch eher ja, allgemeine Dinge, so wie du es auch gerade angesprochen hattest. Man sollte ein angemessenes Sprechtempo wählen, möglichst langsam sprechen, ein Thema nach dem anderen ansprechen. Man sollte die Mimik und die Gestik auch der betroffenen Person gut beachten. Also wenn man zum Beispiel, ne, wenn ich gerade mit meinem Gegenüber spreche und merke, oh, ist der gerade gedanklich jetzt woanders, dann sehe ich das im Gesicht auch. Ne? Und dann hole ich mir ne, die Aufmerksamkeit wieder zurück. Und auch umgekehrt sollte man als Nicht-Betroffener, als Angehöriger, sollte man versuchen, möglichst lebhaft Mimik und Gestik mit einzubeziehen. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass man mit einem Gesprächsthema fertig ist, ne, oder mit seinem Gesprächsbeitrag, Turn-Taking, dass man dann eben sagt, ja, und wie ist es bei dir? Ne, dass man dann auch wirklich so eine unterstützende Gestik mit reinbringt. Man sollte möglichst externe Reize ausschließen. Also Hintergrundgeräusche, Radio aus, Fernseher aus, Tür zu. Das sind immer so meine drei Trias der Hintergrundgeräusche, um sich dann wirklich konzentrieren zu können auf den anderen und in Ruhe ein Gespräch führen zu können. Das ist auch was eigentlich auf der Hand liegt, aber ich wollte es auf jeden Fall in dem Rahmen nochmal erwähnt haben. Weil man sollte trotzdem, trotz all dieser Punkte, ein natürliches Gesprächsverhalten zeigen, klar. Ne? Also es macht überhaupt nichts, dann zu belehren den anderen oder zu korrigieren. Also ich glaube, da wären wir wieder beim Thema Selbstwert. Richtig, ja, das hilft am Ende auch nicht. Das bringt nur neuen Frust. Auch wenn man, finde ich, gerade mehr im Gespräch mit mehreren ist, sollte man für den Betroffenen nicht unbedingt dann antworten oder für den Betroffenen sprechen oder ihm das Rederecht nehmen, weil man denkt, ah,
schafft es vielleicht sowieso nicht, jetzt richtig zu antworten. Das ist halt genau das Falsche. Ne? Natürlich, wenn derjenige dann sagt, oh, ich komme jetzt nicht auf das Wort hier, hilf mir mal. Ne? Ja, ne, dann definitiv gerne einspringen. Aber den Kommunikationspartner als diesen unbedingt weiter wertschätzen, das ist im Endeffekt das A und O. Ich kann mir auch vorstellen, eben diese Kommunikationsstörung dann auch nicht auf so ein Tablett zu heben, nochmal von allen Seiten beleuchten. Ja, wir haben jetzt hier einen ganz ruhigen Raum, Testsituation für dich geschaffen, damit auch du an unserem Gespräch teilnehmen kannst, sondern eben so möglichst natürlich noch alles zu behalten. Genau. Ne? Ja, ansonsten kurz mit Blick auf die Uhr, Therapieansätze in der Sprachtherapie. Tatsächlich sind die kognitiven Kommunikationsstörungen nicht so das klassische Betätigungsfeld für die Logopäden. Es gibt tatsächlich keine standardisierten, das ist mir zumindest nicht bekannt, keine standardisierten Tests und oder Behandlungsbatterien, Behandlungskonzepte. Es sind welche in der Entwicklung, aber es ist jetzt nichts standardisiert, was jetzt wirklich zum Handwerkszeug des Logopäden dazugehört. Nichtsdestotrotz, Kommunikation ist dann natürlich doch wieder irgendwie unser Metier. Das bedeutet, dass wir uns als Therapeut natürlich auch diesen Patienten mit annehmen können und möchten und dann aber eher im Sinne, also an neuropsychologisches Training uns dann anlehnen, beziehungsweise es gibt auch Logopäden, die dieses Hirnleistungstraining anbieten, dass das eher so in den Händen der Ergotherapeuten liegt. Es ist ja immer sinnvoll, da interdisziplinär zu arbeiten, bei jeder Therapie. Mhm. Und es sollte immer eine Therapie auf Basis der individuellen Beeinträchtigungen sein und lösungsorientiert sein. Also man setzt sich dann mit den Angehörigen hin, wo genau sind denn jetzt Probleme oder nur mit den Betroffenen, wenn es halt wirklich was ist, was die Arbeit betrifft oder so. Und dann schaut man, wie kann man mit diesen Problemen umgehen. Also man kann Eigenwahrnehmungsübungen machen durch Video- oder Audioaufnahmen und kann vor allen Dingen auch da sensibilisieren. Ja, also schau her, da und da liegen deine Probleme vielleicht, da könnten die Beeinträchtigungen sein, aber guck mal hier, das und das sind deine Stärken. Ja, also das kannst du gut und nutze doch genau das, um die Probleme zu kompensieren. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Das, ne, das Credo der Therapie, Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, und wie ich hatte es schon gesagt, Angehörige mit in dazunehmen ist immer gut. Ja, genau, ich würde ganz kurz darauf eingehen, wie man zu einer logopädischen Behandlung kommt. Und dann wolltest du ja noch erzählen. Zur Psychotherapie. Genau wenn es dann, wenn die psychischen Probleme jetzt über den normalen Alltagsstress und die normale Traurigkeit hinausgehen, weil vielleicht viele auch nicht wissen, wo ist dann so der erste Schritt, was muss ich eigentlich machen? Genau, also nur ganz grob, wenn man eine logopädische Therapie wünscht, dann ist es im Endeffekt so, sie wenden sich an ihren Arzt, in unserem Fall dann im Rahmen des Arztgespräches und lassen sich eine Heilmittelverordnung ausstellen, wenn der Arzt entsprechend auch der Meinung ist, ja, da sollte man therapeutisch intervenieren. Das ist dann eine Erstverordnung, die vom Neurologen oder vom HNO-Arzt oder vom Pneumologen, also in unserem Falle dann vom Neurologen ausgestellt wird oder auch vom Hausarzt. Der Hausarzt kann dann auch vor allen Dingen die Folgeverordnungen ausstellen. Und mit dieser Erstverordnung, das sind dann etwa 10 mal 45 Minuten in der Regel, gehen Sie dann zu einem Logopäden Ihrer Wahl. Ganz grob ausgedrückt. Da ist es dann natürlich sinnvoll, dass Sie sich vielleicht vorher einmal auf der Internetseite informieren. Das ist eine logopädische Praxis, die tatsächlich auch Erwachsenensprache therapiert oder die sich vielleicht nur auf Kinder spezialisiert hat. Also das ist nochmal, sollte man sich vorher anschauen. Und viele Logopäden zeigen auch auf auf ihrer Webseite, welche Zusatzqualifikationen da sind, welche Fortbildungen da sind. Vielleicht finden Sie tatsächlich jemanden, der sich im Rahmen einer Weiterbildung speziell auf MS auch spezialisiert hat oder also Kommunikationstraining mitmacht, Coaching mitmacht. Das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Genau. Wie kommt man zu einer Psychotherapie? Genau, das ist natürlich jetzt auch ein sehr großes Thema. Das Gute ist erstmal, am Anfang man braucht keine Überweisung von einem Arzt oder einer Ärztin. Das ist, glaube ich, immer noch in den Köpfen oder viele haben mich auch schon gefragt, so brauche ich denn eine Überweisung? Nein, braucht man nicht.
Man kann sich auf verschiedenen Seiten so eine Liste von Psychotherapeutinnen und Therapeuten in der Umgebung ausgeben lassen. Für die Leute aus Sachsen wäre es zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Kann man einfach googeln und dann je nach Postleitzahl eben nach verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten suchen. Falls Sie jetzt nicht aus Sachsen kommen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Ich kenne die genauen Kassenärztlichen Vereinigungen da nicht. Kann man aber auch eigentlich in jeder größeren Stadt nach Ausbildungsinstituten für Psychotherapeuten und Therapeutinnen suchen, weil das sind dann eben Leute, die haben Psychologie studiert und sind so in ihrem zweiten, dritten Ausbildungsjahr zur Psychotherapeutin und übernehmen auch selber Patienten und Patientinnen. Also die haben meistens einfach mehr Kapazität, weil es mehr Leute sind. Wäre vielleicht noch so ein Tipp. Aber erstmal zum Ablauf. Wenn Sie dann sagen, okay, Postleitzahl XY, ich habe jetzt hier eine Therapeutin, die klingt ganz nett vom Namen her, da rufe ich jetzt mal an und vereinbare ein Erstgespräch. Das nennt sich psychotherapeutische Sprechstunde. Und dieses Erstgespräch ist dazu da, erstmal zu beraten, zu informieren, Fragen zu klären und auch den individuellen Behandlungsbedarf so ein bisschen abzustecken. Also ist da überhaupt eine Diagnose zu stellen und wenn ja, welche und welcher Schweregrad eventuell? Sie können sich dabei eben, wie gesagt, direkt an die Therapeuten und Therapeutinnen wenden oder aber auch an so Termin-Service-Stellen von diesen kassenärztlichen Vereinigungen. Tendenziell sind Erstgespräche, kann ich dabei sagen, immer relativ zeitnah möglich, weil Therapeuten und Therapeutinnen dazu verpflichtet sind, eine gewisse Zeit in der Woche nur diese Erstgespräche zu führen. Danach kommt es dann zur sogenannten probatorischen Sitzung. Das sind sozusagen Kennenlernstunden. Auch hier ist kein Antrag bei der Krankenkasse nötig, wo dann eben auch mehr Raum ist, irgendwie persönliche Fragen zu stellen. Also so, wenn man Vorbehalte gegen Therapie hat zum Beispiel oder auch ganz pragmatische Fragen, wie oft wäre das, was muss ich da beachten, welche Behandlungsformen gibt es zum Beispiel. Also ist es dann Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie? Und die Therapeutin oder der Therapeut kann sich dann eben auch einfach ein genaueres Bild von ihrer Situation machen. Nach diesen probatorischen Stunden wird dann entschieden, wird es eine längere ambulante Therapie geben, ja oder nein. Also Kurzzeittherapien oder Langzeittherapien, Akuttherapien sind dann eben unterschiedlich lang. Wobei man hier jetzt schon wieder so ein bisschen die Luft rausnehmen muss und sagen muss, die Wartelisten für auch die probatorischen Sitzungen sind einfach sehr, sehr lang im Moment. Das war vor Corona schon ein Problem im Gesundheitssystem. Das ist jetzt noch schlimmer geworden. Also man wartet wirklich mit jetzt nicht akuten Problemen mehrere Monate. Das muss ich einfach dazu sagen. Es ist sehr deprimierend und ich kann es total verstehen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, na Frau Elmers, ich habe es aber schon probiert, ich habe aber schon bei Therapeuten angerufen und ich denen dann sagen muss, ich kann nur sagen, bitte bleiben Sie dran. Also vielleicht gibt es dann auch Verwandte oder Freunde, die einem dann ein bisschen unter die Arme greifen, also einfach so ein bisschen ermutigen, man muss das schon auch selber machen, aber so dieses Nicht-Aufgeben. Vielleicht mit der Information, es wird dauern, kann man da vielleicht schon mal so ein bisschen gelassener rangehen und sagen, okay, wenn ich eh weiß, ich habe irgendwie Interesse, bin aber noch nicht so ganz sicher, ob ich das mit meinem Plan, mit meinem Tagesplan vereinbaren kann, dann sage ich zum Beispiel immer, informieren Sie sich erstmal, rufen Sie da mal an. Sie wissen ja, vor in ein paar Monaten wird das nichts mit der regelmäßigen Therapie. Aber auch diese Informationen werden alle auf die Website gestellt, weil es ist, glaube ich, immer sehr viel für den Anfang. Und dann, wir stellen da auch noch so ein paar Links drauf, wo man sich dann auch nochmal informieren kann. Da ist das alles noch ein bisschen detaillierter. Genau. Okay. Ich würde, glaube ich, nur noch einmal die Chance nutzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also ich muss doch jetzt hier die Chance noch einmal kurz nutzen, um eine unserer Studien aufmerksam zu machen, nämlich unsere Sprachanalyse, die am Multiple Sklerose-Zentrum läuft. Ich habe vor etwa einem Jahr schon mal in einem Podcast davon erzählt und es ist, ich finde es einfach jetzt gerade in dem Moment noch so passend, weil das ist genau die Studie, die darauf abzielt, dass wir eben Fatigue, Depressionen, kognitive Einschränkungen, diese Trias, dass wir die anhand der Sprache detektieren wollen. Da ist jetzt schon eine sehr erfolgreiche erste Studie gelaufen, etwa ein Jahr lang, wo auch 150 von Patienten von uns mitgemacht haben, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und wir haben auch schon spannende erste Ergebnisse, insbesondere was Fatigue betrifft, haben wir schon ganz
coole Kumulation. Und das ist ja auch immer super interessant, weil ja bisher Fatigue immer nur so was Subjektives war. Ne? Richtig. Weil man da ja nicht sagen konnte, okay, objektives Maß, ja. So und so ist die Fatigue. Genau, genau. Ne? Und darauf wollen wir weiter hinarbeiten, das wollen wir weiter vertiefen und haben deswegen ab Ostern dieses Jahres eine longitudinale Folgestudie geplant, wo wir Patienten nicht nur einmal an den Sprachtests teilnehmen lassen möchten, sondern mehrere Male über ein Jahr hinweg. Und das nicht nur in der Klinik, während im Rahmen der Routineuntersuchungen, sondern tatsächlich auch anhand einer App von zu Hause aus. Natürlich praktisch auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt aus Dresden kommen. Super praktisch. und die Testung ist auch deutlich kürzer als das, was ich bisher gemacht habe mit den Patienten, also die es schon kennen. Und es hat einfach den Vorteil, dass wir eine alltagsnahe Forschung haben. Also, dass wir wirklich Leute mitten im Leben dann quasi aufnehmen können, die dann eben von zu Hause aus ihre Sprachtests machen können. Und so haben wir eben auch die Möglichkeit, Verläufe auch wirklich wahrzunehmen. Und dann eben auch sowas wie, ist gerade ein stressiger Monat, dann spricht man vielleicht anders, als wenn gerade ein entspannter Monat ist und so weiter. Also da erhoffen wir uns noch ganz viel. Wir haben auch anhand der App die Möglichkeit, dann Ergebnisse auch darzustellen. Und das ist auch als Patient hat man ein bisschen mehr. Den eigenen Verlauf dann sich anschauen zu können. Okay. Deswegen einfach nochmal hier an der Stelle die Info, wer Interesse hat, an der Sprachanalyse teilzunehmen, kommen Sie bitte gerne auf uns zu, sprechen Sie uns im Arztgespräch an, sprechen Sie jeglichen Kollegen an, der über den Gang läuft, wenn Sie bei unserem MS-Zentrum sind, oder aber Sie gehen einfach auf die Webseite, da haben wir alle unsere Studien auch aufgelistet, unter anderem auch die Sprachanalyse, und da sehen Sie auch zu meiner Wenigkeit die Kontaktdaten. Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, Sie können mich gerne anrufen. Oder ich bin ganz häufig auch, ich bin jeden Tag da, natürlich im MS-Zentrum, Montag bis Freitag. Und ganz häufig ist meine Tür auch offen. Ich habe gerade keinen Patienten bei mir und Sie können einfach spontan bei mir vorbeikommen und ich kann genauere Infos geben. Ich danke ganz herzlich, liebe Julia, liebe Susette, das für einen tollen Vortrag. War ein guter Einstieg, glaube ich, in den Bereich. Und wir haben halt auch wieder gesehen, wie halt Wissenschaft und Versorgung da einhergehen, ne? Und wie wir aus Sprache zum Beispiel auch was über Kognition lernen wollen. Ja, das wollen wir eben halt mit Ihnen in den nächsten 6 Monaten zusammengehen. Und das war eben halt der Start. Möchten aber jetzt natürlich die Zeit nutzen, nachdem jetzt keine Fragen da waren, noch ein bisschen mehr auf die 360-Grad Aktionen eben halt einzugehen. Wir haben ja gesagt, wir möchten da gerne auch Dinge bewegen, wir möchten nicht nur vortragen, sondern es soll eben halt auch Möglichkeiten geben, wie kann ich das aktiv gestalten, und insbesondere haben wir jetzt die Symptome gesehen, wie kann ich die eben halt entsprechend dokumentieren. Und da haben wir eben halt hier einmal vorbereitet, das wäre sozusagen super, wenn Sie im Nachgang da mal drauf schauen. Wir haben ja unsere Seite Multiple Sklerose 360.de. Und da haben wir halt die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ich teilnehmen kann. Da kann man spenden, da kann man eben halt Challenges, da sind eben halt auch Informationen eben halt drin. Und für uns wäre es halt schön, um das Ganze auch ein bisschen aktiv zu gestalten, die Challenges zu gestalten, ist da eben halt gerade dieser Button mitmachen, ne, mit den Challenges eben halt da. Das sehen wir jetzt auf der rechten Seite. Da sehen wir eben halt, wie man teilnehmen kann, wie man Punkte sammeln kann. Punkte sollen dann hinterher eben halt in Spenden umgewandelt werden. Ne? Aber wie gesagt, das ist einfach eine Aktion, wo wir zeigen wollen, dass wir auch Dinge mit auf den Weg bringen. Hier nochmal eine Übersicht eben halt, wo man da auch für Organisationen oder für Firmen, die uns unterstützen möchten, das hier mitmachen kann. Hier ist ein Online-Spendenformular, wo wir das eben halt auch dort haben. Man kann eben halt auch, wenn man eine Firma ist, Sponsor sein und teilnehmen. Also da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht. Wir wollen eben halt das natürlich auch multimedial begleiten. Wir haben uns überlegt, was ist das Beste, um eben halt wirklich zu zeigen, dass 360-Grad-Versorgung, Forschung gut ist. Und deshalb haben wir uns eben halt das OK-Zeichen überlegt, ne, weil das sehr schön eben halt die 360-Grad symbolisiert. Und da haben wir eben halt auch, es wäre schön, wenn Sie sich daran beteiligen, an unterschiedlichen Orten, wenn Sie uns eben halt da Social Media oder hier auf der Homepage haben wir auch die Möglichkeit, dass wir da eben halt Bilder eben halt hochladen können, die uns eben halt dann
die Teilnahme an der Aktion eben halt symbolisieren, indem man eben halt wirklich 360 Grad eben halt zeigt. Aber Challenge Nummer eins, weil wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wie können wir Symptome eben halt erfassen? Und da gibt es eben halt eine Firma in München, mit der wir auch forschungstechnisch und auch so eng zusammenarbeiten, T-Medica, die ist spezialisiert darauf, für verschiedene Erkrankungen, für Patienten eben halt eine App zu entwickeln. Und das Schöne ist eben halt, das sind Apps, die die Firma entwickelt, die eben halt kostenlos sind. Trotzdem kann man das eben halt selbst als Patient oder eben halt auch dann entsprechend mit den Forschungsdingen kann man dort nutzen. Und hier geht es um die Brisa. Und es geht eben halt darum, dass ich in der ersten Challenge als MS-Patient eben halt die Brisa-App installiere und dort eben halt die ersten Erfahrungen mache. Wie ist das, was für uns halt auch sehr wichtig ist, wenn ich eben halt Dinge digital erfasse? Wir werden gleich Torben von T-Medica hier auch live dabei haben, der uns das Ganze bei Brisa auch nochmal erklärt. Aber man kann eben halt schöne Sachen, man kann Wetter, man kann Wissenswertes eingeben. So kann man dann eben halt auch wichtige Informationen eben halt reinholen. Und wir haben eben halt zusätzlich in der Brisa-App, wenn man da teilnimmt, werden halt zusätzlich immer regelmäßig Challenges in der App eben halt verfügbar sein, sodass man da eben halt dann auch immer spezielle Dinge eben halt erkennen kann. Und da ist unsere Idee, wenn man eine Challenge macht, dass man das dann eben halt bei uns in der Homepage eintragen kann, sodass wir eben halt dann auch einen wachsenden Punktestand haben, um das eben halt mit auf den Weg zu bringen. Also hier ist das mal dargestellt, das ist ein individueller Begleiter, es gibt eben halt Empfehlungen, Julia Elmers hat es eben schon mal genannt, aber ich kann eben halt auch Daten sammeln, die Daten kann ich theoretisch dann eben halt auch, aber nicht automatisch an den Arzt weitergeben, aber es ist eben halt eine super Möglichkeit, das eben halt mit drin zu haben und es gibt auch ein System drin, wo man dann MS-Funktionen messen kann, das wird im Laufe eben halt der Challenge dann eben halt möglich sein, Floodlight, die bekannte MS-App, wo ich eben halt Funktionen messen kann. Das bleibt alles bei Ihnen, ne, wenn man daran teilnimmt und man kann eben halt da aber sehr schön dann den Verlauf eben halt sehen. Hier ist eben halt nochmal der Floodlight gezeigt, wo man eben halt unterschiedliche Funktionen messen kann. Damit ist es möglich, eben halt im Verlauf auch dann, wenn man nicht in der Arztpraxis ist, eben halt wesentliche Funktionen eben halt darzulegen. Ja, und da freut mich eben halt ganz besonders, dass wir auch wissenschaftlich dort unterwegs sind. Also ne, wir begleiten das mit T-Medica im MS-Bereich sehr. Wir haben zum Beispiel untersucht, was sind das für Patienten, die die App jetzt schon nutzen? Ne, was kann man daraus sehen? Was können wir über die Covid-Zeit lernen? Ne, was kann ich dort an Funktionen messen? Das sind auch Fragebögen, wo man zum Beispiel sowas wie Fatigue messen kann. Ja, und deshalb halten wir das eben halt für die sinnvolle erste Challenge eben halt, die Brisa-App zu installieren und mal zu verwenden. Die Daten, wie gesagt, das sind Ihre Daten, die gehen nicht automatisch zu uns, also keine Sorge. Ne? Es wird halt von der gesamten Community, werden die Daten gesammelt und anonymisiert, können wir dann solche Analysen machen, wie wir das hier getan haben. Und freue mich da ganz besonders, dass ich jetzt eben halt den Produkt-Owner, ich bin lernfähig, ne? Wie das in der digitalen Welt eben halt heißt, den Torben Masko, den ich eben halt auch jetzt im Januar persönlich im sehr schönen Münchner Hauptquartier, ist direkt neben der Google-Zentrale, ne, wo eben halt die gesamten Hightech sitzt, dass ich Torben hoffentlich, wenn die Technik uns zulässt, begrüßen darf. Und Torben, schön, dass wir T-Medica als ersten Challenge-Partner bringen können und schön, dass wir dich dabei haben und ein bisschen einführen kannst in die Welt des Brisa-Universums. Ja. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ich finde das eigentlich wirklich eine super Aktion, die ihr hier gestartet habt und natürlich eine Riesenehre, dass wir jetzt eben als Brisa auch so im Rampenlicht stehen dürfen dort am Anfang. Und also kann das nur bestätigen, eigentlich was jetzt eben gesagt wurde, dass man mit Brisa eben schon einige gute Möglichkeiten hat für den Nutzer. Und das würde ich gerne einfach mal eben darstellen. Das heißt, ich würde erstmal, um mal die Grundidee von Brisa erklären, würde ich das anhand einer paar Perspektiven darstellen und dann können wir auch gerne gemeinsam einmal reinschauen.
Genau, also die Grundidee von Brisa ist eben wirklich, einen digitalen Begleiter darzustellen, der eben in verschiedenen Arten eben MS-Betroffenen helfen kann, eben eigentlich ein besseres Leben zu führen mit der Erkrankung. Und ja, ich sage mal, unser Kampfspruch ist im Grunde da, so die dein Rückenwind für ein selbstbestimmtes Leben mit MS. Also wir möchten eben wirklich als unterstützende App, als täglicher Begleiter da sein und das eben in verschiedenen Formen. Springen wir mal direkt rein. Was ist ganz im Zentrum von Brisa eben möglich? Und da geht es eben um eigentlich so drei verschiedene Punkte. Und das ist einerseits natürlich überhaupt erstmal das Symptombild zu erfassen. Das heißt, dort haben wir uns auch überlegt, wie können wir das möglichst auf eine einfache Art und Weise machen, sodass das auf einer täglichen Ebene erfasst werden kann. Das heißt, als Nutzer kann ich dort dann eben individuell für mich Symptome auswählen und kann die dann täglich eben erfassen auf einer einfachen Smiley-Skala und kann damit eben wirklich dann einen guten Verlauf abbilden, wie die Symptome eben bei mir gerade auftreten. Daneben ist dann auch möglich, eben den Lebensstil zu erfassen oder Umweltfaktoren, wie auch das Wetter ziehen wir auch mit rein. Und das ist auch ganz individuell gestaltbar. Ich gehe da gleich in der App nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Und dann kommt im Analysebereich alles zusammen. Das heißt, hier sehen wir eigentlich insgesamt eigentlich die erste Säule eigentlich der App, eigentlich um das eben mit Symptomen und dem Lebensstil, dass der in Analyse eigentlich gegenübergestellt wird und so Betroffene einfach dann für sich selber individuell erkennen können, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, um dann eben auch darauf reagieren zu können. Und das sind eben, wir haben es auch jetzt gerade vorher schon gehört, manchmal eben auch die ganz einfachen Sachen, dass man eben genug schlafen muss, sich genug bewegen muss, was, sage ich mal, auch jedem Menschen gut tut. Aber natürlich als MS-Betroffener muss man nochmal eine Ecke mehr da einfach auf sich Acht geben. Und das versuchen wir dort eben auch sichtbar zu machen und damit auch eben dann ja jeden zu motivieren, auch dran zu bleiben. Und das tun wir eben auch nicht nur in der App. Also da kann ich auch schon mal direkt eben auch auf Instagram zum Beispiel unseren Kanal eben auch erwähnen, dass wir dort eben auch versuchen, eben zu motivieren und eben allen Betroffenen zu helfen, am Ball zu bleiben. Das ist die erste Ebene von Brisa. Dann gehen wir direkt weiter und das ist eben die zweite Ebene, die geht ein bisschen tiefer rein. Das ist bei uns der Detail-Check und dieser findet eben jetzt nicht auf einer täglichen Ebene statt, sondern auf einer wöchentlichen Ebene, also auf eine wöchentliche Betrachtung. Hier betrachte ich eben jetzt nicht nur den aktuellen Tag, sondern hier betrachte ich eben eine ganze Woche. Und das wird eben mit Fragebögen an der Stelle gemacht, die auch jetzt, sage ich mal, nicht wir uns überlegt haben, sondern das sind eben Fragebögen, die basieren auf validierten Fragebögen und sind damit eben auch sehr aussagekräftig jetzt für Behandlungsteams, aber ermöglichen am Ende eben auch einen Langzeitverlauf abzubilden. Das heißt, so wie wir es jetzt hier sehen, also wir haben verschiedene Fragebögen, die eben je nach Symptomen, die eben aktiviert sind, eben angeboten werden, lassen sich in der Regel auch echt schnell durchführen. Das heißt, die Idee ist dort auch, dass man in wenigen Minuten eigentlich dort das erfassen kann. Und das Ziel dabei ist eben wirklich einen langfristigen Verlauf abzubilden, um auch eben zu sehen, okay, wo sind Trends? Und genau, das ist dann im Grunde die Langzeitperspektive. Man muss jetzt nicht genau sage ich mal, direkte Zusammenhänge geht, sondern eigentlich nur so, okay, wie entwickelt sich die MS grundsätzlich bei mir? Die ganzen Daten, es wurde ja schon erwähnt, kann dann mit dem Behandlungsteam geteilt werden. Und das ist eigentlich mal da, wo, sag ich mal, wo dann die dritte Säule im Grunde ist, dann auch mit Brisa eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Arzt zu verbessern. Weil wir sprechen sehr viel mit Betroffenen und wir hören immer wieder, wie schwer es ist, eigentlich auch diese Kommunikation eben zwischen dem Behandlungsteam und den Betroffenen zu gestalten, dass man wirklich auch, sag ich mal, was in der Hand hat, um eben zu zeigen, okay, so geht es mir, so beeinflussen mich gewisse Rahmenbedingungen oder die entsprechende Behandlung, dass eben ideal mit dem Behandlungsteam zusammengearbeitet werden kann. Das heißt, man kann eben, nachdem die Daten erfasst wurden in der App, auch nochmal da, nochmal auf die Bestätigung, also die Daten sind absolut anonymisiert in der Verarbeitung bei uns intern und werden auch nur aggregiert verarbeitet, das heißt auch nie einzelne Daten von Einzelnen, sondern es sind immer Gruppen, die zusammengeschmissen werden, das heißt auch alles nach den aktuellsten Datenschutzbestimmungen vollkommen safe
und auch nur freiwillig. Ich komme da gleich nochmal im nächsten Screen drauf ein, weil das zeigt eigentlich ganz gut eine weitere Säule von Brisa, und das ist eben wirklich eben Insights zu generieren. Und das heißt also Erkenntnisse, wie eben im Grunde sich im Grunde bei verschiedenen betroffenen Gruppen, bei speziellen Gruppen, also alle möglichen Erkenntnisse, die wir eben rausziehen können aus der Forschung, eben dort aufzubereiten. Und das passiert eben einerseits, so wie jetzt eben mit dem MS-Zentrum in Zusammenarbeit. Wir wollen aber natürlich auch eben den Nutzern etwas da direkt zurückgeben. Also nochmal hier der Hinweis, dass wir die Daten verarbeiten können, ist auf rein freiwilliger Ebene. Natürlich würde ich hier auch wirklich stark dafür werben, eben dort auch die Freigabe eben auch zu aktivieren in der App. Das heißt, bei der Registrierung zu bestätigen im Grunde, dass eben wir auch die Daten für die Forschung benutzen können, damit eben wir auch damit dann so tolle Insights generieren können. Und was wir zum Beispiel auch mit diesen Insights machen, ist, dass wir sie dann auch in dem Brisa Newsletter, im Brisa Plus Newsletter dann auch an die Leute, die eben die Daten teilen, dann auch eben rausgeben, aber natürlich auch auf verschiedenen anderen Kanälen dann eben aufbereiten. Und das ist, denke ich mal, dann, sage ich mal, das zeigt eigentlich so die Ganzheitlichkeit, die wir auch eben versuchen, mit Brisa anzugehen, dass wir eigentlich jedem Betroffenen im Einzelnen helfen, eben selber für sich Erkenntnisse zu erlangen über eben die Erkrankung, dann aber eben auch die Zusammenarbeit mit dem Arzt zu verbessern und in der ganz großen Perspektive eben wirklich auch die Forschung damit weiter voranzutreiben und eigentlich auch wirklich das Ganze auf ein nächstes Level zu bringen, weil ich persönlich denke immer, wir sind technologisch eigentlich schon so weit gerüstet, und dass wir dann immer noch mit Papier hantieren müssen und immer noch so eingeschränkt sind und, sage ich mal, dann auch ins Therapiezentrum zu gehen, das ist natürlich alles, da müsste doch mit der heutigen Technik eigentlich viel mehr gehen, und deswegen bemühen wir uns dort eben auch diese Technik entsprechend auszunutzen. Genau, und also nochmal da auch der Hinweis, was bei uns eigentlich so da das Wichtige ist, das wurde ja auch schon vorher erwähnt, eben nicht Laborsituationen abzubilden, sondern eben wirklich den Alltag. Und das ist eigentlich das, womit wir eigentlich hoffen, mit Brisa einem wirklich ein ganz neues Level eigentlich zu erreichen, der Datengenerierung, nicht über eben jetzt Studien in Laborsituationen, sondern eben wirklich, wir sprechen dort von Real World Evidence, das heißt eben wirklich im Alltag eben generierte Daten und die eben dann auswerten zu können. Dann, es wurde ja auch schon ganz kurz erwähnt, eben dann noch das Produkt, was wir von der Roche Pharma AG integriert haben. Die Roche Pharma ist unser Entwicklungspartner dabei. Wir arbeiten sehr eng zusammen in der Entwicklung der gesamten Brisa-App und haben im Grunde das Floodlight MS-Produkt, was sie selbstständig entwickeln, innerhalb von Brisa implementiert. Dabei ist wichtig zu sagen, dass eben dort auch nochmal ein spezieller Einladungscode braucht, also Brisa selber kann jeder frei einfach direkt benutzen. Um aber allerdings Floodlight freizuschalten, benötigt man einen Code von einem Arzt. Das heißt, dort eben an das Behandlungsteam bitte wenden und bei Fragen gerne auf unsere Webseite schauen. Dort gibt es eine Anleitung, wie im Grunde auch der Arzt an diese Codes kommt. Und dann können eben auch die kognitiven motorischen Tests dann mit Floodlight durchgeführt werden, direkt innerhalb von Brisa. Dann nutze ich nochmal 2 Minuten, um eben einmal reinzuschauen und um auch zu präsentieren, wie sieht das Ganze denn aus. Genau, also ich bin jetzt schon eingeloggt, habe mein Konto im Grunde schon eingerichtet. Das muss natürlich einmal am Anfang gemacht werden und bin dann eben im sogenannten Heute-Bereich, und dort eben ist es so wie meine To-Do-Liste einfach. Und da sehe ich jetzt gerade, ich habe eben oben den Schnellcheck, den sogenannten Schnellcheck, und kann dann dort, wie ich eben schon gezeigt habe, mit den Smileys sehr schnell dann ein Symptom bewerten. Also jetzt zum Beispiel das Thema Taubheit, kann ich jetzt zum Beispiel sagen und sage jetzt, okay, heute war es ganz okay, und dann kann ich dementsprechend Smileys geben. Man kann diverse Symptome hier eben erfassen. Das Ganze kann individuell gestaltet werden über die Auswahl der Symptome. Hier oben ist der Regler dafür, sowie in den Einstellungen selber. Auch bei der Registrierung wählt man erstmal aus, welche Symptome denn man auch erfassen möchte. Das ist ja sehr individuell, und wir haben eben eine große Bandbreite an Symptomen dort abgebildet. Und je nachdem, was man dann eben tracken möchte, kann man das dort aktivieren. Man kann eben wirklich sehr schnell darüber dann hier durchgehen und entsprechend für sich dann eben die Symptome erfassen. Und ich habe ja schon gesagt, daneben im Grunde, neben den Symptomen, geht es eben dann um die Aktivitäten. Deswegen springe ich mal direkt einen weiter. Über den Detail-Check rede ich gleich.
Genau, das andere Thema ist dann Aktivitäten. Dort kann man eben verschiedene Aktivitäten, sage ich mal, aktivieren und dann anfangen zu tracken. Das kann auf manueller Ebene passieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich zähle meine Schritte selber, weil ich vielleicht einen Schrittzähler habe, der jetzt nicht digital ist oder der zumindest jetzt nicht direkt sich mit meinem Smartphone verbindet. Aber wir haben auch tatsächlich die Möglichkeit, eben auch automatisiert eben über zum Beispiel die Smartwatch eben auch Daten anzubinden, dass man, sage ich mal, Sachen wie Schlaf oder Schritte eben dann auch direkt einspielen kann. Das heißt, wir haben jetzt eben Symptome erfasst, wir haben Aktivitäten erfasst und wie ich schon gerade gezeigt habe, der dritte Bereich dazu ist dann, wo alles zusammenfließt und das ist der Analysebereich. Das heißt, im Analysebereich kann ich dann eben sehen, genau, Schlaf haben wir heute noch nicht erfasst, sehe ich ein Symptom im Zentrum hier und kann jetzt im Grunde bei diesem Symptom sehen, wie sind Zusammenhänge, also zum Beispiel mit der Temperatur, sehe ich im Grunde so, okay, wie ist denn jetzt heute die Temperatur und wie ist jetzt eben die Fatigue im Verlauf? Ich stelle mal auf eine monatliche Ansicht, dann sieht man da auch ein bisschen Bewegung. Und dann sieht man im Grunde so, okay, wie war meine Fatigue im Grunde zu welchen Rahmenbedingungen? Oder eben das Ganze auf Schritteebene kann ich dann eben sehen, okay, wie waren eben meine Schritte und wie war eben jetzt meine Fatigue im Zusammenhang der Schritte? Dann, ich gehe wieder zurück in den Heute-Bereich. Das ist eigentlich immer ein guter Ort, eben um eigentlich in jeden Bereich reinzugehen. Und hier sehen wir dann eben den Detail-Check, den ich eben schon gemeint habe. Das sind eben die Fragebögen, die medizinischen Fragebögen. Da kann ich direkt eben hier reinspringen. Ich kann mir eben direkt einen aussuchen und kann dann zum Beispiel, das ist, sage ich mal, unser allgemeiner Fragebögen zur Lebensqualität und kann den dann mit einfach, ich springe jetzt mal ganz flott durch, kann dann eben mit einzelnen schnellen Antworten eben diesen auch beantworten und um dann eben den erwähnten Langzeitverlauf eben auch abzubilden. Und das sieht dann in der Ergebnisseite so aus. Und das heißt, wir sehen dann im Grunde eben wie den erwähnten Langzeitverlauf hier. Genau, ich möchte jetzt gar nicht weiter eingehen auf die weitere App und empfehle jedem eigentlich, die App selber auszuprobieren und auch am besten die Challenges zu nutzen und sich daran langzuhangeln. Wir haben versucht, eben dort eben schöne Challenges aufzuzeigen, die eben ja eigentlich den jeden gut an die Hand nehmen und ja im Grunde dann in die App einführen und durchführen lassen. Und ja, probiert es unbedingt aus. Wir freuen uns vor allen Dingen auch über Feedback. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es auch Anmerkungen, Anregungen gibt, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch im Austausch stehen mit unseren Betroffenen. Und das heißt, bitte schreibt uns oder ruft uns sogar auch an, wenn es eben was Umfangreicheres ist. Wir sind eben auch darauf angewiesen, auf das Feedback eben von eben Betroffenen, die eben uns sagen, was funktioniert gut für sie, was funktioniert weniger gut für sie. Und genau, und das, ja, da stehen wir gerne zur Seite. Hier auch nochmal der Link zur Webseite, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dort werden die auch beantwortet. Wie gesagt, auch nochmal das Floodlight-Thema ist dort eben auch nochmal genau dargestellt, wie eben man zu Floodlight reinkommt. Und ansonsten, ich hatte ja schon gesagt, auf Instagram sind wir auch sehr aktiv, also auch gerne da uns aufsuchen und folgen. Ja, vielen Dank, Torben. War eine gute Einführung. Ich glaube, jetzt ist wichtig, dass wir das noch weiter bekannt machen und auch unsere Patientinnen und Patienten, wie gesagt, dazu bringen, das auszuprobieren. Ich meine, ihr habt eine tolle Arbeit gemacht. Wie hoch ist jetzt die Community, die ihr da habt in Brisa? Jetzt an welcher Stelle? In Instagram haben wir, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, aber eben schon über mehrere tausend Nutzer, also ja, auf jeden Fall über 1000 Nutzer und genau, also das ist eben auch stark schwankend. Es gibt auch einige Nutzer, die benutzen das eben nur einen gewissen Zeitraum und dann wieder nicht. Das ist auch unsere Herausforderung, weil wir wissen genau, wie schwierig das ist, eben auch so eben da dran zu bleiben. Ich meine, jeder kennt es, sage ich mal, sei es jetzt mit Sport oder anderen Aktivitäten, die im Alltag integriert werden möchten. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, der auch vielleicht schon mal Brisa genutzt hat, auch die Challenge nochmal zu nutzen, um vielleicht auch nochmal neu eben in den Rhythmus zu kommen, eben auch nochmal, auch die App eben regelmäßig zu benutzen. Und Wir werden ja auch in so einen Update-Modus kommen, ne? Also dass es immer wieder neue Neuigkeiten gibt. Da haben wir uns ja wirklich einen schönen Plan überlegt. Ne? Insofern genau, also, ja, freue ich mich. Wir werden das ja auch begleiten und uns anschauen, dass wir das eben halt anschieben. Und ich glaube, es ist wichtig, eben halt mit Hilfe von solchen Instrumenten
DMS eben halt selbst zu vermessen, um eben halt dann auch gerade für die Symptome eben halt auch Aussagen treffen zu können, die wir heute gehört haben. Und das sind eben halt nicht die Symptome, die auf der Hand liegen, sondern die eben halt eher die versteckten Symptome sind. Dann danke ich dir ganz sehr, Tom. Wir hören uns sicherlich im Laufe der Aktion noch oder von denjenigen, die wir da schicken. Ganz lieben Gruß nach München. Schön, dass du dabei warst beim Start. Grüß das Team. Und wir freuen uns sehr, das jetzt voranzutreiben. Vielen, vielen Dank. Super, vielen Dank. Genau, dann können wir wieder sozusagen auf unseren Abschluss gehen. Wir danken doch mal herzlich denjenigen, die uns unterstützt haben. Nochmal der Hinweis eben halt auf den nächsten Podcast, wo es dann eben halt darum geht, um die um Forschung, Studien, eben halt aber auch das gesamte Spektrum, das wir haben. Das wird am 4.4.2023 sein. Also danken auch nochmal ganz herzlich denen, die dabei waren. Ne? Also jetzt gerade Team Brieser, natürlich Marc Eisele, ne? Unser Master, der Markus Dominik, Anja Dillenseger, die trotz der trotz eines Zoom-Accounts, der sie verlassen hat, eben halt nicht da dabei ist. Und natürlich vor allem eben halt bei unseren Referentinnen merken, jetzt passend zum morgigen Frauentag ist das hier bei uns die absolute Frauenpower, die halt kommt mit Suzette Gartoff und Julia Elmers und Nordane auch neu im Team. Und mich freut es natürlich sehr, dass wir eben halt da die Kombination von Versorgung und Forschung eben halt praktizieren können, wie wir das immer eigentlich versuchen, am Uniklinikum Dresden eben halt auf den Weg zu bringen. Und insofern möchte ich mich eben halt ganz herzlich bedanken. Und wir haben jetzt als Nachspann, haben wir den Start eben halt unserer 360-Grad-Aktion, wo wir nochmal erklären, was wir dort machen. Dort lernen Sie auch unseren Brainy kennen, unser Maskottchen, was eben halt dort ein bisschen Sie einführen wird. Und die Stimme kommt Ihnen vielleicht ein bisschen bekannt vor. Aber insofern freue ich mich, Sie im April wieder begrüßen zu können. Seien Sie dabei. Machen Sie mit bei der Challenge. Wie gesagt, informieren Sie über unsere Aktion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Multiple Sklerose 360 Grad. Herzlich willkommen zur Spezialaktion des Multiple Sklerose Zentrums am Universitätsklinikum Dresden. Wir möchten Ihnen in diesem Video kurz erklären, was unser Ziel ist und wie Sie teilnehmen können. Unsere Aktion Multiple Sklerose 360 Grad soll dazu dienen, Spendengelder in Höhe von 100.000 Euro, Sie haben richtig gehört, 100.000 Euro zu sammeln, um ein innovatives, digitales MS-360-Grad-System zu entwickeln und damit das ganzheitliche MS-Management zu verbessern. Hierfür haben wir uns eine digitale Safari im nächsten halben Jahr ausgedacht, auf die wir Sie als Patientinnen und Patienten, aber auch als MS-Interessierte jeden Monat mit einem speziellen Thema mitnehmen möchten. Neben unserem spannenden Podcast-Programm möchten wir Sie aber auch dazu einladen, selbst aktiv zu werden. Dazu haben wir spezielle Challenges vorbereitet. Werden Sie aktiv, machen Sie mit und unterstützen uns aktiv bei unseren Vorhaben. Mit dem Patienten-Podcast im März werden Sie in das erste Thema eingeführt und die erste Challenge für die ersten 2 Monate vorgestellt. Wir werden jeden Monat ein spezielles Thema der MS vorstellen im Podcast, dann geht es weiter. Eine neue Challenge wird es alle 2 Monate geben. Mitmachen können Sie, indem Sie uns auf unserer Webseite besuchen, an den Challenges teilnehmen und dabei Punkte sammeln. Melden Sie sich auf unserer Webseite www.multiplesklerose360.de mit Ihrer E-Mail-Adresse an und tragen Sie Ihre Punkte bitte immer mit der gleichen E-Mail-Adresse ein. So können Ihre Punkte kumuliert werden. Auf der Webseite können Sie sehen, welche Punktzahl Sie für welche Challenge erhalten können. Sie können Ihren Arbeitgeber oder Freunde, Bekannte fragen, ob sie Sie dabei unterstützen und pro gesammelten 10 Punkten 1 Euro spenden würden. Oder auch mehr, wir sind da ganz offen. Am Ende der Aktion haben Sie beispielsweise 100 Punkte gesammelt
und könnten diese Punkte in Spenden wandeln und uns unserem Spendenziel in Höhe von 100.000 Euro etwas näher bringen. Auch die kleinen Beträge sind uns sehr wichtig. Es werden über die Monate hinweg auch Verlosungen, Quiz und tolle Überraschungen über unsere Social-Media-Kanäle angeboten. Seien Sie gespannt und folgen Sie uns auf den unterschiedlichen Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube. Machen Sie Fotos von Ihren Aktivitäten und laden Sie diese auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen hoch. Nutzen Sie dafür den Hashtag MS360 und unser OK-Zeichen, dass wir uns als Erkennungsmerkmal für diese Aktion ausgewählt haben. Sie möchten nicht mitmachen, aber dennoch spenden? Auch das ist super großartig. Sie sind Unternehmer und möchten uns unterstützen? Werden Sie entweder Sponsoring- oder Kooperationspartner oder werden Sie einer unserer Großspender. Wir sind dankbar für jede Art von Teilnahme. Lassen Sie uns die MS mit dieser Aktion sichtbar machen und zeigen, wie wir ganzheitlich diese chronische Erkrankung angehen können. Auch für Menschen, die bisher mit der MS kaum in Berührung gekommen sind. Wir freuen uns auf diese ganz besondere Aktion, die wir mit einer großen Abschlussveranstaltung, den MS 360 Grad Finale am Samstag, den 2.9.2023, beenden möchten. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon vor, denn wir freuen uns über Ihre Teilnahme und möchten Sie jetzt schon herzlich dazu einladen. Also, los geht es mit Multiple Sklerose 360 Grad. Seien Sie dabei!